Schlechtes Netz, es wird langsam besser. Nein, das Netz bleibt schlecht. Jetzt ist es gut. Hallo, herzlich willkommen zu mir und heute etwas ganz Besonderem, nämlich Forspoken, Squares neuem Titel, den ich jetzt einfach mal im Titel mit Street Magic bezeichnet habe, weil die Protagonistin trägt Turnschuhe und kommt zumindest aus unserer Welt und landet in einer magischen Welt, in der sie aber natürlich ultra krass ist. Der Traum eines jeden Menschen, irgendwo hinzukommen, wo man wirklich mal was reißen kann, wird also wahr. Und es gab schon eine Demo und da konnten viele auch schon mal reinspielen. Habe ich auch gemacht. Und heute werden wir, und damit mache ich jetzt gerade mal hier alles ready, heute werden wir in das ganze volle Spiel reinspielen. Morgen kommt's. Moin, Colonel Hogan. Von Mon zu Mon. Hast du gerade, du warst gerade irgendwo in einem anderen Video. Ja, danke an der Stelle für den Support. Okay, ich will gar nicht allzu lange rumlabern. Ich will lieber mit euch ins Spiel, denn die Zeit will ich auch nutzen. Die Demo war ja nur so ein kleiner Einblick. Ich mache mal gerade auch alles wieder hier auf Audio an. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen, es ist komisch, bei mir ist im Moment immer noch, ich habe auf jeden Fall Frame-Einbrüche, oder? Ich glaube, das läuft noch nicht richtig gerade. Ich habe hier bei mir die ganze Zeit beim OBS ein rotes Warnsymbol. Sagt mir doch mal Bescheid, bevor ich jetzt hier anfange und wir das Intro irgendwie nur ruckelig oder so genießen. Sagt doch mal Bescheid, ob ihr mich sehen könnt, ob alles läuft, ob das bei euch hinhaut. Ansonsten habe ich hier vielleicht noch irgendeinen Download aktiv oder so. Ich bin gerade ein bisschen... Nee, kann ja gar nicht sein, dass ich einen Download eigentlich aktiv habe. Weil ich spiele auf der Konsole. Aber vielleicht läuft auf der Konsole gerade ein Download. Ja, Leute, tut mir leid, aber lasst mich kurz mal überlegen, bevor hier schlechte Qualität kommt. Forspoken, da wird immer noch runtergeladen. Okay, das ist eigentlich ungewöhnlich. Ich dachte eigentlich, ich hätte schon alles. Kann man jetzt einfach anhalten und dann einfach schon mal spielen? Das ist es wahrscheinlich. So, angehalten und dann spielen. Okay. So, jetzt müsste eigentlich gleich hier die Qualität wieder besser werden. Ansonsten muss ich kurz nochmal aufhören und dann würde ich einfach nochmal starten. Mann, das ist ja ärgerlich. Dabei habe ich es extra vorgeladen. Okay, Leute, das wird gerade nichts. Ich muss hier erstmal, glaube ich, meine... Ach, jetzt lädt er natürlich was anderes runter. Man-Eater, das ist auch gut. Aber das will ich jetzt nicht. So, lassen wir es jetzt. Kann ich jetzt bitte einfach... Jetzt wird's grün! Es ist grün, meine Freunde. Endlich. Das OBS gibt mir grünes Licht. Ist immer ein sehr gutes Zeichen. Und dann mache ich jetzt das Spiel los. Okay, es geht also jetzt los. Entschuldigt die kleine Störung. Da ist die Musik. Forspoken. Ich stelle erstmal alles auf Deutsch, sofern es geht. Ist wahrscheinlich einfach schon auf Deutsch. Okay. Das ist jetzt schon mal ungewöhnlich, dass man, aber das kennt man mittlerweile auch, dass man so die Möglichkeit hat, komplett auf Kämpfe zu verzichten und alles oder sich jetzt sogar hier nur auf die Erkundung der offenen Welt zu konzentrieren. Also ich habe dann immer meine Sorgen, dass ich irgendwo was verpasse. Habe ich immer FOMO, deswegen würde ich Standard nehmen. Und hier, genau, hier hatten wir nämlich auch schon mal das Falsche ausgewählt. Also was heißt das Falsche, ne? Aber Fokus auf Performance ist mir dann doch am wichtigsten. Man ist es einfach gewohnt mittlerweile, dass Spiele 60 Frames haben. Alle haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wie Familie, Freunde, wie Werte oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Aber was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit.
Richterin Maya Bird hat den Vorsitz im Verfahren Das Volk des Staates New York gegen Alfre Holland. Die Anklage lautet versuchter Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Ja, und die Mütze. Wie respektlos ist das denn mit Mütze vor Gericht? Keine Ahnung. Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben? Na, okay, Sie ist ein kleiner Gangster. Ein kleiner Gangster, auf jeden Fall. Also links Diplom, also sie, ein Highschool-Programm, wahrscheinlich war sie mal so eine Art Prodigy und dann im mittleren Dokument hat man ihre Polizeiakte, im rechten Dokument. Das sind, glaube ich, ihre Ursprünge. Ich gucke mir das mal an. Newborn found near Holland Tunnel. Toll, so in alten Zeiten zu schwelgen. Ah, okay, jetzt verstehen wir die Figur gleich ein bisschen besser. Einfacher Diebstahl, schwerer Diebstahl, Hausfriedensbruch. Man kann aber sagen, immerhin Commitment. Also sie hat offensichtlich einen Plan. Ich bin bester Seite. Ein Ziel und sie entwickelt sich stetig weiter. Das habe ich lange nicht gesehen. Okay, immerhin Highschool-Abschluss. Warum sind Sie hier, Frey? Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, aber irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. Zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei 3. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller Potenzial? Ich könnte so viel das mehr. Das wollte sie sagen, genau. Ich habe mein ganzes Leben vor mir? Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Hand aufs Herz. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Sie werden es nicht bereuen. Wenn wir uns je wiedersehen, bin ich nicht so milde. Kapiert? Gut. Kannst gehen. Frey, einen Moment. Alles Gute im Voraus. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle anderer zu nutzen. Ja, aber sie kann doch scheinbar nur klauen. Hast du kein Talent? Was kannst du damit werden, außer Magier? Ja gut, wobei, ha, hoho, jetzt, oh Mann, mind blown. Das passt ja, denn wir lernen ja Magie. Das wissen wir ja schon durch die Demo. Zauberin. Das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Na, dreimal offensichtlich sogar. Direkt klauen. Hey, hallo Sie, Ihr Handy. Du liebe Zeit. Danke Ihnen vielmals. Schon okay. Passiert jedem Mal. Sie sind meine Rettung, im Ernst. Frohe Weihnachten. Ah, frohe Weihnachten. Einen Schlüsseldienst aufmachen, das ist eine gute Idee, Scorpion. Das kann sie machen. Ja, sowas wie in die Security gehen. Ich muss nach Hause zu Homer. Die Arme braucht ihr Futter. Einfach den Leuten klar machen, wie man sich schützen kann. So? Moment. Ja. Okay, die wollen ganz genau alles, ganz genau by the book dir beibringen. An dem, was die Richterin gesagt hat, war zwar was dran, aber ich kann jetzt nicht einfach ändern, wer ich bin. Ich klaue doch nun mal so gerne. Die Hände machen das praktisch alleine. Ich bin nur hinten dran. Und wenn ich noch einmal geschnappt werde, ist mein Leben vorbei. Deshalb muss ich auch schleunigst aus der Stadt verschwinden. Das ist deine Konklusion? Woanders klauen? Ah, grundsympathisch.
Ist natürlich interessant, dass man jetzt dieses Weihnachtssetting hat. Und ich habe gerade vor kurzem hier in Berlin, es ist halt mega kalt auch. Und dann hat es vor kurzem auch ein bisschen geschneit. Und dann sind überall auch immer noch so Lampen übrig. Und dann habe ich mich direkt auch wieder ein bisschen an Weihnachten erinnert gefühlt. Aber es ist, finde ich, immer generell ein mutiger Schritt zu sagen, wir nehmen einen bestimmten Zeitpunkt, den man genau definieren kann in der Zeitachse wie Weihnachten. Ich hasse diese Kälte. Weil den Rest des Jahres ist das Spiel dann natürlich so ein bisschen, fühlt sich immer outdated an. Aber dafür gibt es dann einen Monat im Jahr, wo das Ding richtig relevant ist. Ist eine gute Frage, ist wahrscheinlich ein Trade-off. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal alles an, weil ich muss echt sagen, wir haben natürlich New York schon häufig gesehen, deswegen haben wir da immer auch ein bisschen den Vergleich und ich muss irgendwann echt mal hin. Ich muss einfach irgendwann echt mal nach New York. Und ich frage mich jedes Mal, warum eigentlich? Weil das ist einfach nur riesige Betonwüste, aber irgendwie ist es halt dann doch, man hat das so oft häufig gesehen. Okay. Im Januar. Hoffentlich sehe ich nie wieder einen Gerichtssaal von innen. Ja, der Wunsch könnte ja sogar wahr werden. Ne? Ich finde es auch schön, dass alle auf ihr Handy gucken. Es ist so realistisch. Guck sie dir alle an, die Smartphone-Zombies. Außer denen, die gucken in ihren Muffin. Um echt zu sein, kriege ich jetzt richtig Hunger. Was ist denn das? Moment. Ist es einfach nur ein gefülltes Brötchen oder soll es ein Burger sein? Weil ich würde sagen, für einen Burger fehlt so ein bisschen die Mische in der Mitte. Da ist auch kein erkennbarer Patty. Das ist wie ein Superbrötchen, was ich mal immer meine, ne? Diese gefüllten Brötchen mit leckerem Kram. Ist es ein Knisch? Das ist ein Knisch! Ich habe keine Ahnung, was ein Knisch ist. Aber es ist offensichtlich einer. Okay. Oh, er hier. Na komm, mach noch eins. Yeah! Hey! Okay, geil. Der gefällt dir. Der gefällt mir sehr gut. Und sie ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Boyfriends auf Instagram. Also sie fotografiert ihn, wie er sich cool fotografiert. Jetzt will ich aber noch mal einen Move sehen. Du hast eindeutig noch nicht genug Bilder. Ja, von schräg oben mit den Geschenken im Hintergrund. Jetzt wiederholt sich's aber langsam. Yay, noch mal Peace-Zeichen. Okay, ich sehe schon, wir haben nicht endlos Zeit dafür. Aber ich gucke mir sowas sehr gerne an. Kaffee. When you really need to wake up! Okay, ich bin ruhig. Hallo. Bye. Oh, fuck. Oh, Ray. Dachtest, wir finden dich jetzt. New York. Hey, Lisa. Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy! Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Oh! Oh! Wo ist das? Ich Gewalt gegen okay. Frauen es ist nicht okay. Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen. Du bewegst dich auf Glatteis. Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Eieieiei. Bring die Karre. Wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Echt witzig. Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Oh. Niemand. Okay. Okay, du sagst dem Boss, Mr. Chicken. Giggen. Giggen. Giggen! Okay, quick Giggen, quick Giggen. Ich sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau, ich schieß ihm was vor. Okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet.
Parkour. Ja, aber sie haben doch immer noch die Waffe. Also sie kann auf jeden Fall im Zirkus anfangen. Das ist nicht schlecht. Flying Graysons. Und dann noch den Double Middle Finger. Das ist das Straßenäquivalent zu der Marvel 3-Punkt-Landung. Der Doppelmittelfinger. So, das kriegen wir es ein bisschen beigebracht. Das ist hier natürlich nur wichtig für später. Aber ich finde es auch schön, dass man es hier jetzt in New York, in der Jetztzeit, um diese Luft noch ein bisschen zu atmen, alles noch dran? Beigebracht. Ich hab's eilig, tut mir echt leid. Okay, rennen. Ich muss echt einen Ausweg finden. Wo zum Geier steckst du, Frey? Weglaufen ist zwecklos, hörst du? Vielleicht nehme ich besser die Gasse. Das ist krass, ich krieg so einen Hunger, wenn ich das hier alles sehe. Die ganze Zeit irgendwelche leckeren Burger in Plakatgröße. Geben die endlich auf. Auf der Hauptstraße werde ich sie hoffentlich los. Also diese Kamerabewegung ist eigentlich gut, ist auch eine enge Gasse, aber ist hier ziemlich smooth. Also ist recht cineastisch und ganz cool gemacht. New York. Wo ist sie hin? Na? Fuck, jetzt spuck's aus! Wo ist sie hin? Gott, wir finden dich, Frey! Du bist tot! Oh, fuck! Aber das ist ja gar nicht ihr Name eigentlich, oder? Frey. Also ihr Straßenname. Aber Oma wartet bestimmt schon. Vorhin wurde ja ein anderer Name genannt. Ich sollte rein, bevor mir was abfriert. Alfred, genau. Wie Alfred, nur ohne D. Home sweet hell. Also sie haben es schon sehr weihnachtlich eingerichtet. Im Archiv findest du sämtlichen Lesestoff, auf den du unterwegs stößt und viele nützliche Informationen, zum Beispiel über die Menschen, denen du begegnest. Du kannst im Hauptmenü darauf zugreifen. Hier. Komm, wir gucken uns kurz mal an, was hier über Alfrey Frey Holland steht. Eine Bewohnerin von Hell's Kitchen, deren 21. Geburtstag kurz bevorsteht. Sie wurde als Baby am Eingang des Holland-Tunnels ausgesetzt, heißt sie deswegen Holland, ne? Und in den folgenden Jahren von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht. Nach ihrem Highschool-Abschluss wollte sie sich ein Leben in der Stadt aufbauen. Obwohl sie seitdem schon mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, ist sie doch fest entschlossen, irgendwo einen Neuanfang zu wagen. Da, das ist die langmütige Richterin aus New York, die Anführerin der Straßengang in New York und ein wichtiges Mitglied einer New Yorker Straßengang. Also so ein bisschen die Freundin, die sie in diese Gang geholt hat. Ja, aber schon keine gute Gang, keine gute Freundin dadurch. Na, da war was. Das Zeug schmeckt ihr nicht. Aber ich hab nichts anderes. Ich frag mich, wo Homer steckt. Ja, aber du kannst dann trotzdem schon auch was reinschütten. Der Holland-Tunnel, wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Wer lässt ein Baby an der Straße liegen? Ist doch offensichtlich jetzt schon, sag ich mal, als jemand, der einfach sehr, sehr klug ist. Wenigstens war es nicht der Queens Midtown-Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname. Lass mich doch mal gerade mansplain. Also,
Natürlich sind ihre Eltern auch in dieser Fantasiewelt, in dieser, nicht Fantasiewelt, aber in dieser Fantasywelt, in diesem Märchenuniversum verschwunden, oder? Die haben sie ganz sicher nicht einfach da hingesetzt. Oder sie wurde da ausgesetzt, weil ihre Eltern in Gefahr liefen und sie wollten, dass sie irgendwo aufwächst, wo sie safe ist. Meine treuen Treter. So hübsche Treterchen. Treterchen. Irgendwie mag ich Treterchen. Treterchen. Hab ich noch nie gehört. Verquerer und Verquerer, rief Alice. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Ja, natürlich zum einen Foreshadowing, zum anderen aber auch wahrscheinlich eine Story-Hommage so ein bisschen. Weil das, was hier passiert, kann ja auch durchaus als Metapher wie bei Alice im Wunderland gesehen werden. Ich habe aber auch so, ich kriege aus irgendeinem Grund auch Vibes von Die unendliche Geschichte. Weil er ja auch diese Bullies hat und später kommt er ja wieder. Wie heißt er eigentlich? Benjamin, Jonathan, irgend sowas. Auf jeden Fall kommt er ja wieder und hat dann Fuchur und jagt dann die Bullies anfangen. Durch die Straße. Und da hatte ich irgendwie gerade so Vibes. Zeit. Ich hoffe, dass sie am Ende zurückkommt. Und den Leuten der Gang mal so richtig Feuer unterm Arsch macht. Das fände ich ganz cool, wenn das noch am Ende passieren würde. Get enough cash. Take care of jigging shit. Food and care on here for Homer. Und was steht da? Buy ticket, Penn Station und dann abhauen. Es ist ein guter Plan. Aber wenn er anfängt mit Kohle kriegen, weiß ich nicht. Dann brauchen wir ja eigentlich erstmal den Plan, um Kohle zu kriegen. Na endlich. Hey, Homer. Sorry, ich weiß, ich bin spät dran. Na, einsam? Bastian heißt er, genau, aus Unendliche Geschichte. Ja, danke, aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Oh, das Fell ist super von der Katze. Ja, weißt du... Ich war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin eine echt große Nummer. Eine Riesennummer. Alle zählen auf mich. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer. Weg von den ganzen Arschlöchern, dem Müll und den Korps. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja, das ist ja einiges. Ja. Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen. Nie mehr Cops, nie mehr kämpfen. Morgen. Morgen früh, dann hauen wir von hier ab. Du kannst kaum erwarten, von hier weg zu sein. Es war auf jeden Fall ein harter Tag. Vor Gericht. Dann von der Gang beinahe verprügelt und beinahe erschossen. Dann kommst du zurück in deine leere Bude. Aber du hast die Katze. Aber jetzt muss man auch mal ehrlich sagen, wenn du nicht, also klauen würdest, wenn du einfach weniger klauen würdest, dann hättest du wahrscheinlich auch weniger Polizei in deinem Leben. Oder? Okay, komm. Los, komm schon, ich zieh raus. Die Katze. Erst muss ich Homer finden. Okay. Nimm trotzdem die Tasche mit dem Geld mit. Sag mal, bist du bescheuert?
Katze ja, aber auch Geldsack. Wenn die Katze smart ist, dann ist sie eh schon abgehauen. Hey, wo ist denn das jetzt hier? Da. Homer, oh, ein Glück. Wir müssen hier raus, schnell. Die Schuhe. Nein. Ja, deswegen nimmt man das Geld immer mit, Mann. Du bist wirklich unfassbar doof. Fuck die Tasche. Die Tasche ist jetzt Asche. Ja. Oh, das war's. Ich kann's kaum glauben. Mir tut's immer leid, wenn in Spielen und so... Ihr miesen Wichser! Oh, das ist echt assi. Nun die letzte Meldung. Bei dem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Hell's Kitchen, Manhattan, handelt es sich um Brandstiftung. Zum Glück ist nur Sachschaden zu beklagen. Die Feuerwehr sieht örtliche Bandenmitglieder in der Verantwortung. Bisher wurde noch niemand festgenommen. Das ist auf jeden Fall ein richtig schlechter Tag. Frey, was ist passiert? Du siehst ja aus. Sind Sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrige, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Frey, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Danke. Was tust du da, Frey? Das Richtige. Ich brauche Zeit, um ein paar Dinge zu regeln. Danach hole ich sie ab. Vielleicht dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Frohe Weihnachten. Na also, Homer ist in Sicherheit. Aber was soll ich jetzt machen? Oh, Krogi, hallo, danke für die Leute. Liebe Kroganer, Invasion der Kroganer. Ja, wir spielen gerade Forspoken und ich war gerade gefangen in dieser doch immer trauriger werdenden Geschichte rund um Frey. Jetzt hat sie aber wirklich alles verloren. Ihr Geld, ihre Wohnung, ihr Geld, die Katze, Happy Birthday, Frey. Ihr Geld, ihr Geld. Das ganze Geld, eine Tasche. Danke, du kannst Mom. Doch die Katze in die eine und die... Ich höre schon auf. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und verschwinde aus. Ah, das ist derselbe Tunnel. What? Was das ist. Ich habe übrigens, weil ein, zwei Leute gefragt haben, ich habe den, ja, wie heißt er, den Modus eingestellt, bei dem man die meisten Frames pro Sekunde hat. Also es geht auch noch qualitativ hochwertiger, aber dann
hatte ich bei der Demo Probleme mit der Grafik, mit der Framerate. Zumindest mir war es dann zu wenig, deswegen habe ich sehr gerne umgestellt hier auf die Bildrate. Dafür seht ihr es aber auch jetzt sehr flüssig und ist mir doch lieber. So. Ich bin positiv überrascht, dass man am Anfang jetzt erstmal eine Weile auch wirklich in New York unterwegs ist und diesen Charakter kennenlernt. Ich war mir nicht sicher, wie weit sie das treiben, weil man ja zwei unterschiedliche Assets entwickeln muss. Schönes Teil. Aber jetzt kommen wir langsam auch zu dem Part, den wir aus der Demo kennen. Das ist nämlich so Reifi. Reifi, der Armreif. So. Und zwischen Reifi und Frey reift eine kleine, zarte Freundschaft, glaube ich. Die Luft ist definitiv rein. So wird das zumindest irgendwann mal das sein. Lassen die einfach hier? Und erinnert mich ein bisschen, dieser Armreif, der ja auch später mit uns reden wird, erinnert mich ein bisschen an den abgetrennten Kopf von God of War, mit dem Kratos die ganze Zeit redet. Das finde ich auch immer sehr angenehm irgendwie. Man hat gerne so einen Gesprächspartner heutzutage. Oh, shit! Jetzt wird hier... Fuck! Oh, wie ärgerlich. Wir laden jetzt hier echt runter, ne? Nee, das muss aufhören. Geht es jetzt echt nicht weiter? Kann ich nicht hier jetzt einfach so tun? Nein, er will... Ah, shit! Das ist ja mal ein geiler Spoiler auch. Spoiler-Alarm. Okay, das ist lustig. Aber auch ein bisschen dumm. Denn ich habe ja... ich muss jetzt halt noch viel runterladen. Oh, shit. Ich mach mal gerade was. Ich will ja fortsetzen, genau. Ich guck mal gerade. Wir gucken mal gerade, wie lange ich jetzt hier bräuchte. Eventuell muss ich tatsächlich hier ein Päuschen machen. Und wir dürfen... ein bisschen was anderes machen und dann müssen wir an der Stelle weiterspielen oder so. Fortsetzen. Das würde halt, das Problem ist, dass mein Netz nicht gut genug ist, weil jetzt fängt es nämlich schon wieder an zu ruckeln. Und jetzt würde es wahrscheinlich für eine Stunde lang runterladen und ruckeln. Wie ärgerlich. Ja, ist aber auch ein bisschen meine Schuld, würde ich mal behaupten. Ich habe das irgendwann gestartet, den Download, und dann dachte ich, ja, der downloadet jetzt alles komplett, aber er muss dann irgendwann aufgehört haben. Das dauert. Ist aber auch nicht so schlimm. Also, wir kommen auf jeden Fall klar. Jetzt ist nur die Frage, was wir machen in der Zeit. 15.36 Uhr, aber wahrscheinlich seht ihr jetzt die ganze Zeit aber auch nur ein Ruckeln. Ah, das ist ja ärgerlich. Runterladen und ruckeln, das neue Format. Okay, lieber Aircrash96, danke. Übrigens auch an der Stelle kurz mal an Dittus5000, Rantanplan, Havi, Mücke in Käfighaltung und Monkey. Ihr alle habt abonniert und ich bin voll dankbar. Ich glaube aber, das wird jetzt hier echt gerade doof. Vielleicht muss ich einfach in einer Stunde nochmal wiederkommen. Dann machen wir das so, komm. Ich bin in der Stunde nochmal da, während ich hier runterlade. Und dann sehen wir uns einfach um 16.40 Uhr sehen wir uns wieder. Oder wie ist es bei euch? Also beruckelt es bei euch? Sagt ihr mal Bescheid. Ich würde halt auch gerne jetzt natürlich mit euch das Beef schauen, aber ich sehe, mein OBS ist die ganze Zeit am Blinken und das ist immer ein schlechtes Zeichen normalerweise. Der Stream läuft normal. Okay. Nö, dann nicht. Dann lassen wir es. Wenn es geht, dann machen wir einfach ein bisschen, weiß ich nicht, quatschen wir vielleicht ein bisschen. Ich kann natürlich nicht jetzt, vielleicht kann ich, aber ich glaube, es geht nicht. Ich müsste jetzt halt den zweiten Rechner anschließen und dann könnte ich mit euch das Beef gucken. Ruckelt da ich aber nicht, tragisch. Na gut, okay. Es sind auf jeden Fall noch 58 Minuten. Das ist echt lustig. Mann, ey. Naja. Ja, mein Fehler. Tut mir leid. Dann gucke ich gerade mal, was ich jetzt mache.
Als erstes mache ich jetzt erstmal ganz kurz und ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber dann kann ich jetzt hier ein bisschen was organisieren. Ich mache jetzt erstmal ganz kurz 3 Minuten Werbung und werde währenddessen schauen, dass ich hier das umstecke und mir noch ein Cappuccino holen. Und dann sehen wir uns wieder hier und dann gucken wir bestenfalls einfach das Beef. Ich glaube, das ist machbar. Müsste eigentlich gehen. Wir gucken mal. Wir versuchen es. Okay, Leute, ich weiß noch nicht, wie das ist mit Download, Doppel-Download und Upload. Komm, und lass mal über Haie reden. Das machen wir vielleicht auch. Vielleicht quatschen wir auch einfach. Ich überlasse es so ein bisschen dem Zufall, was wir gleich machen. Und sehr passend jetzt der Biersong, als wäre mein Stream heute betrunken. So fühlt es sich an. Geht gleich weiter. Und dafür geht es dann natürlich auch länger. Ne? Also wir machen dann halt auch den ganzen Abend lang. Aber runterladen muss ich die Scheiße dann doch noch. Und ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, weil es hat mir bisher eigentlich gut gefallen. Und wie gesagt, ich bin positiv überrascht von dem, was ich da sehe und mag auch die deutsche Synchro und bin gespannt, wie es dann weitergeht. Das ist natürlich ein sehr fieser Cliffhanger jetzt, kurz vor dem Grapschen des Armreifens. Aber wir machen gleich weiter nach dieser Werbepause. Bis dann. Und damit sind wir zurück und nach einer kleinen Pause, die wir gemacht haben, um das Spiel laden zu lassen, sind wir jetzt wieder zurück und ich hoffe, wir kommen jetzt alle wieder rein ins Spiel. Wir sind hier in Forspoken vor dem Armreif, der uns reizt und wir als Dieben machen natürlich nichts anderes, als den einfach zu grapschen. Ich meine, der liegt hier auch ein bisschen herrenlos rum. Ist jetzt nicht so, als ob da irgendwie groß Besitzansprüche gestellt werden. Der ist wahrscheinlich noch nicht mal was wert. Ich rette den. Er gehört in ein Museum. Danke, Remy, für dein Abo. Und jetzt geht's los mit der Szene, die wir schon vor einer Stunde erwartet haben. Oh Mann. Wow. Wie ist Forspoken? Kann ich noch nicht viel zu sagen. Der Anfang war schon mal gut. Aber wir sind gerade erst so drin. Wo bin ich? Was ist bloß passiert? Mann, jetzt sieht's wie Hechtsuppe. In Ethia. Wer ist da? Und nicht ganz deine Welt. Ich schwör dir, Arschloch, zeig dich, oder ich werde... Mich zeigen? Ich bin nicht zu übersehen. Zeig dich, sagt sie. Ich kann mich schwerlich noch mehr zeigen. Wo bist du? Hier bin ich.
am Ende deines Ärmchens. Das Ding, das du vergeblich versucht hast zu entfernen. Heißer, jawohl, du bist ja doch schlauer, als du aussiehst. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja. Du, der gerade mit mir spricht, bist dieser... Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Armberge vielleicht. Armberge. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, das wird mir jetzt echt so bekloppt. Aber es ist wahr. Oh, stopp, du tust mir weh. Au. Echt jetzt? Nein. Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Hm? Ich war... Ist auch egal. Und damit fängt das Spiel ja eigentlich erst richtig an. Bin noch hier. Wer auch dahinter steckt, hör auf! Das ist echt nicht witzig. Ich verzieh mich. Du kannst nicht weglaufen. Ich hänge doch so an dir. Wie wär's, wenn wir uns erstmal beruhigen und uns einander vorstellen? Wir könnten zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Ich höre keine Stimme. Das muss ein Albtraum sein. Gib Acht, dass du nicht stolperst. Du kannst auch sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Hör mir zu, Frey. Woher weißt du, wie ich heiße? Uns eint ein Band. Ein Band? Wie jetzt? Was denn für ein Band? Wieso ich, verdammt? Das ist... Nein, hau ab! Bind dich los! Wie du siehst, sind wir beide unzertrennlich. Und nur du kannst mich hören. Stopp! Halt den Rand! Das ist doch völlig irre! Frey, beruhige dich. Du musst mir zuhören. Nein, ich muss nur eins, rausfinden, wie ich heimkomme. Ich wollte dort weg, ja. Still! Was? Entdeckung. Ist das ein verdammter Drache? Psst, er darf dich nicht sehen. Ach, echt? Wir sollten auch aufbrechen. Aber das Ding ist da draußen. Keine Chance. Die Bestie ist sicher schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen. Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. Okay. Das war die Einführung. Und jetzt können wir mit Reif ein bisschen mal alles besprechen. Hier sehen wir die Umgebung. Ich finde, das ist ein sehr schöner erster Eindruck. Einfach die Welt ist so farbenfroh. Sieht aus wie so eine Mischung aus bekannt und fantastisch. Gerade hier mit diesen spitzen Bergen und natürlich hier diesen seltsamen, wie Gerippe aussehenden schrägen Geschichten. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Danke auch Doc Snoggo und Remy. So. Ja genau, wie bist du in diesem Laden gelandet? Wie bist du überhaupt in diesem Ramschladen gelandet? Gute Frage. Das wüsste ich auch gern. Ich weiß nur eins.
Bevor ich in deine Welt kam, war ich hier in Ethia. Im Ernst? Das heißt, es ist deine Schuld, dass ich hier gelandet bin. Verleumdung! Ich hatte nichts damit zu tun. Ich bin genauso begierig darauf zu erfahren, was uns hierher gebracht hat, wie du. Ein mysteriöser Kontinent in einer anderen Welt, der gleichzeitig atemberaubend schön und zutiefst beunruhigend ist. Ja, das haben wir ja alles soweit schon gesehen. Okay, ich würde schon gerne erstmal ein bisschen rumlaufen, aber wir zeigen dem Armreif erstmal mein Handy. Was um Himmels Willen hast du da in der Hand? Mein Smartphone. Ist für Nachrichten, Anrufe, Spiele, Videos und für Selfies und... Ich hab nebenbei nicht vor, dir irgendwas davon zu erklären, also frag gar nicht erst. Ich weiß, was ein Selfie ist. Echt jetzt? Nein. Was kann das Ding denn sonst noch? Es hat auch GPS, was mir normalerweise verraten würde, wo ich gerade bin. Und wo bist du? Irgendwo zwischen Fegefeuer und Hölle. Das hat es dir gesagt? Oh ja. Okay, das ist einfach nur das Handy, ne? Ja, das sind die ganzen Items natürlich, die wir bisher eingesammelt haben. Viel ist es nicht, viel hat sie ja auch nicht. Komm einmal noch, was genau bist du? Aber ich hätte das gerne beim Rumlaufen besprochen. Uns eint ein paar Hand. Von mir aus, wir kleben aneinander, aber wie passt du ins Bild? Ins Bild? Wer bist du? Ich bin, was du siehst. Spitze! Und mehr verrätst du mir erst nach der Werbepause, oder was? Ich verstehe nicht. Ist schon gut. Wow! Scheiße, was war das? Eins meiner Talente sozusagen. Da vorne scheint eine Siedlung zu sein. Vielleicht können wir dort rasten. Und woher weißt du das? Was bist du? Meine Fähigkeiten sind schier grenzenlos. Schließlich bin ich eine Armberge. Aha. Das Land heißt Ethia? Janoon. Janoon? Aber du meintest... Ethia, großes Reich. Janoon, kleines Land. Janoon gehört zu Ethia. Verstehe. Wie New York City und der Staat New York. Genau. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was Newark ist. Nö, nicht Newark. New York. Nu was? Lass stecken, Mann. Na, du Kleines? Vorsichtig. Na komm, nicht so schüchtern. Im Ernst, tu das nicht. Ziehen wir einfach weiter. Warum hast du denn so Schiss vor dem kleinen Viech? Wow! Weil der erste Eindruck oft trügt. Das sagst du mir jetzt? Shit! Na, steh nicht dumm rum. Was zum... Jetzt nur keine Panik. Ja, Eingriffsmagie einsetzen, aufladen. Kennen wir, ne? Mit R2 ballern. War ich das? Nun, ich war nicht ganz unbeteiligt. Das war doch nicht ich. Nein, wir. Das war beschissene Magie, Mann. Vielleicht hat unser Band gewisse Fähigkeiten geweckt, die... Ich bin eine scheiß Magierin, oh Mann. Ich höre immer nur ich. Ich bin eine scheiß Magierin, ich fass es nicht, Mann. Ja, okay, das ist mein neues Leben. Ich kann Magie mit einem Armreif reden, krasse Viecher umlegen, weißt du was? Bald kann ich fliegen. Oh, bitte, jetzt übertreibst du aber. Ach, tue ich das? Ich kenne ja die Regeln nicht. Wenn du diese neuen Fähigkeiten meistern könntest, mit meiner Hilfe, versteht sich, dann... Hast du meinen glorreichen Sieg etwa nicht gesehen, Bruder? Oh, ich bin hier, ihr Möchtegern-Monster.
Das Ballern an sich ist relativ wuchtig. Das macht eigentlich ganz gut Bock, auch weil der Controller, glaube ich, ein bisschen immer vibriert. Und ja, irgendwie ist es ganz angenehm. Bisher. Was ist mit den Viechern hier los? Sie wurden tatsächlich irgendwie verändert. Das wirft die Frage auf, was wohl für diese Mutation verantwortlich ist. Ja, das ist doch wohl nicht normal. Oh. Man kriegt natürlich später, das wissen wir aus der Demo, noch mehr Angriffsvarianten, die man dann während des Kampfes auch sehr schnell immer wechseln kann. Performance ist, weil gefragt wird, auf jeden Fall jetzt deutlich besser als das letzte Mal, als ich die Demo gespielt habe. Wie ihr seht, läuft das alles ganz flüssig und gut. Oh, was zum Teufel, das fühlt sich so komisch an. Es scheint eine Art perfides Miasma in der Luft zu liegen. Okay, Kommando zurück. Aber es scheint überhaupt keine Wirkung auf dich zu haben, oder? Außerdem sehe ich wenig Nutzen darin, kehrt zu machen. Also dieses Miasma, was ist das genau? Eine ziemlich mysteriöse Sache. Ich vermute, dass es die Ursache für das sonderbare Aussehen der hiesigen Fauna ist. Und wieso tut es mir dann nichts? Gute Frage. Könnte es vielleicht daran liegen, dass du dir so einen hervorragenden Reisegefährten ausgesucht hast? Nö, eher nicht. Ganz bestimmt nicht. Nichts als Ruin. Hier war wohl schon eine Weile niemand mehr. Frag mich, wie lange hier schon alles verfallen ist. Vielleicht sehen wir uns besser woanders um. Da ist etwas. Geil, eine Kiste! Natürlich nehmen wir den mit. Jetzt habe ich sie gefesselt. Kannst du laut sein, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. So viel zu frische Luft und blauer Himmel. Ich wollte an einen besseren Ort fliehen und wo bin ich gelandet? Hier ist es noch 10-mal schlimmer. Oh, du Ärmste. Direkt am Meckern, ne? Du bist eine halbe Stunde da und schon beschwerst du dich. So, erstmal fesseln, ist klar. Oh, kann ich das gerade nicht? Das lädt sich noch auf. Shit. Okay, gut. Shit. Dann lassen wir das mit dem Fesseln erstmal sein und ballern einfach in den Bär hinein. Jetzt kann ich fesseln. Das war jetzt L und R zusammen. Was kann ich noch? Kann ich rollen? Nee, okay. Ah, shit, was waren die Todesstöße? Ah, Y. Oder Dreieck, Entschuldigung. Gut, Hauptmenü und aufleveln.
Parcours. Okay. Das war's leider schon. Hübsch. Danke, Professor. Du sollst mich Armberge nennen. Klar, Reif. Klar. Shit! Diesmal wäre es ratsam, wegzulaufen. Ach was. Ja, okay, endlich haben wir das gelernt. Sehr wichtig. Sieh dir diese Sprünge an. Sehr beeindruckend. Pass nur auf, dass du vor lauter großen Sprüngen nicht hops gehst. Ich laufe wie der Wind und das ohne müde zu werden. Bitte, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Das war knapp. Wo zum Teufel sind wir? In einer wichtigen Stadt, nehme ich an. Das ist das komplette Hallo? Spiel, lieber Zause. Jemand zu Hause? Meldet euch, falls mich jemand hört. Totenstill. Dann lass uns weitersuchen. Und du solltest vielleicht Ausschau nach einem Ort zum Rasten halten. Sehen wir uns dort um. Okay, wir haben einen Rastplatz ausgewählt und dann würde ich sagen, parkouren wir uns da mal hin. Woo! Das erinnert mich ein bisschen an Attack on Titan. Natürlich, vielleicht hat die seltsame Luft die Leute dazu bewogen, manchere Lüften aufzunehmen. Also das sind diese Dächer, ne? Und dieses Hin- und Her-Gedäsche. Ist ein bisschen wie in Attack on Titan. Ah, okay, man kann aber noch nicht hoch genug. Das Parcours wäre das erste, was ich direkt ausbauen würde. Der ist echt nett hier. Bestimmt. Kommt auch für den PC ab morgen. Fröhliche Gesichter überall. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Verdammt, hier hat echt alles einen Bruch. Man könnte es wohl durchaus poetischer beschreiben, aber ja, in der Tat. Okay, der Bruch ist kein Ort, ein in dieser Problem. Bruch nicht zerstört hat? Wer weiß, irgendwo vielleicht. Atia besteht aus vier Reichen, die von jeweils einer Tanta regiert werden. Im Norden liegt Yunnun mit üppigen, fruchtbaren Wäldern. Im Osten ragen die Berge Prä-Nosgen-Himmel. Westwärts schweift das Auge über die weiten Ebenen Visorias zum Horizont. Und im Süden funkeln die Gewässer Avoalets in der Sonne. Zumindest war es so, bevor die Verderbnis dem Land Elend und Zerstörung brachte. Die mächtigen Zauberinnen, die einst über Atias vier Reiche herrschten. Jede verkörperte eine andere Tugend, von der ihr Herrschaftsstil geprägt wurde. Das Volk Atias verehrt die Tantas und lebt unter ihrer Obhut im Wohlstand. Aber Reif zufolge war nicht alles so harmonisch, wie es oberflächlich den Anschein hatte. Ah. Atia war früher ein reiches Land, das vor Kraft und Lebensfreude sprühte. Doch dann kam die Verderbnis und vom ersten Tag an war klar, dass für die einst sorglosen Einwohner nichts beim Alten bleiben würde. Wer davon berührt wurde, war für immer verloren. Wer das Glück hatte zu entkommen, musste Hab und Gut aufgeben und nach Chipal flüchten, den einzigen Ort, der noch sicher war. So glaubte man zumindest. Im Jahre 3000 und irgendwas. Geil. Ich hau mich mal hin. Ich mag's, dass der Charakter geil sagt. Geil und cool werden nie alt. Sie hat das aber schon sehr schnell akzeptiert, ne? Normalerweise gehen die schlafen und sagen, oh, hoffentlich ist morgen, wache ich in meinem Bett wieder auf. Sie hat's akzeptiert. Falls du planst, Nachforschungen anzustellen. Finde ich eigentlich ganz sympathisch. Sie struggelt nicht lange damit. Sie hat ja auch nichts, wo sie... Ach ja, kann ich immer noch nicht aufnehmen. Sie hat ja auch nichts, was sie verloren hat, sozusagen. Sie ist eine Waise, sie hat keine Freunde, sie hat nur Arschlöcher um sich rum. Alter. Die Shit. Welt, ein Sonnenstudio. Was ist denn das? Oder was ist das?
Okay, ja gut, wir laufen mal hin. Ist dieser Bruchschiff daran auch schuld? Ich glaube ja. Er verdirbt alles, was er berührt, bevor er es komplett zerstört. Los jetzt, lauf weg, solange du noch kannst. Also wir scheinen ja gegen den Bruch immun zu sein. Vielleicht auch, weil wir aus einer anderen Zeit kommen. Oh, fuck! Was jetzt? Nun, als erstes sollten wir wohl weglaufen. Tja, zu spät. Unabwehrbare Angriffe, okay. Okay, das ist übel. Echt übel. Entdeckung! Ah! Du machst das gut. Weiter so. Das hat wehgetan. Keine Zeit für eine Pause. Bleib in Bewegung. Shit. Ich muss besser aufpassen. Komm. Vorsicht. Komm schon. Na los, stirb schon endlich. Ich fürchte, unser kaltblütiger Freund ist nur noch bei bester Gesundheit. Nee, einfach nee. Mich ran. Ich brauche ein neues Versteck. Und zwar schnell. Konzentrier dich. Oh, komm schon. Nicht Parkour. Weiter so. Ich glaube, es zeigt endlich Wirkung. Autsch. Wo ist denn noch eine Wand? Da, okay. Weil gleich kommt wieder so ein Angriff. Weißt du eigentlich, wie tollpatschig du bist? Okay, noch nicht, aber gleich. Ist das überhaupt irgendwas? Ich glaube schon. Machen wir so weiter. Man sieht aufgrund der spektakulären Effekte natürlich nicht immer, was passiert. Oh, okay. Ey, wo ist die Mauer hin? Ah, falsche Mauer. Fuck. Nicht schlecht für einen Anfänger. Hey, willst du das Kämpfen übernehmen? Jawohl. Zeig der Bestie das mit einer Arm. Thank you.
Tor offen. Immerhin. Glaubst du, der Drache ist tot? Nun, die Trümmer haben ihn begraben, also... Haben wir jetzt möglicherweise genug für ein bisschen aufleveln? Hier haben wir noch Heiltrank, Nadelstein, was bringt der? Irgendwelche Materialien, okay, Ressourcen für anderen Kram, okay. Heiltränke muss ich auf jeden Fall mir nochmal welche holen in meiner Hütte. Ich wollte aber nochmal gucken wegen aufleveln. Da. 10, Stufe 3 bis zum Aufstieg. Kann ich da noch was verbessern? Nee. Was habe ich hier? Beschleunige, indem du dich vom Boden abstößt. Ja, das ist gut. Kann ich aber noch gar nicht machen, ne? Tänzeln. Was kann ich denn hier freischalten? Gar nichts. Ich habe einfach nur nichts. Nicht genug. Na gut. Das ist so ein bisschen das Assassin's Creed-Prinzip, dass man überall hochklettern, überall parkouren kann. Was das dafür sorgt, dass man halt diese Welt gar nicht mehr als anstrengend zu klettern empfindet, sondern man weiß, man kommt überall lang. Shit. Na. Halte L oder R zurück, dann okay. Da, das war das Abrollen. Schwieriger als gedacht, manchmal dieses Abrollen auch richtig zu machen. Aber ist ja auch ganz gut, sonst wäre es so einfach, weil man muss mehr oder weniger eh schon nicht mehr so viel machen. Du musst halt die ganze Zeit nur mit Kreis wegrennen. Aber Moment kurz, ja, jetzt habe ich ihn anvisiert. Und wenn man dann halt noch L und R drückt, dann rollt man ganz gut ab. Aber es ist knifflig. Dadurch, dass man die ganze Zeit ballert, rollt man ja eigentlich fast immer schon automatisch gut ab, wenn man Kreis drückt. Und das haben sie echt gut gemacht, dass man das Gefühl hat, immer so, also von der Bewegung her, einen Schritt voraus zu sein gegenüber dem Boss. Also man ist auf gar keinen Fall, wie jetzt in Dark Souls oder so, an den Ort gebunden. Man kann hier wirklich sehr gut abhauen immer. Dafür gibt es dann aber keine Invincibility-Rollen oder irgendwas. Ist halt auch kein Dark Souls, ne? Ist ja klar. Alter. Was ist das für ein irrer Superdrache? Scheiße, jetzt habe ich keine Energie mehr. Wird eng. Gibt, oder?
Hast du einen Plan? Ja! Mich hier rauszufinden! Aber wenn du abstürzt, stirbst du! Sterben muss ich sowieso, Arschloch! Na, sie wollte ja unbedingt fliegen. Das ist spannend. Geht es dir gut? Ich glaube schon. Dort oben scheint eine Ortschaft zu sein. Na, hoffentlich ist sie nicht auch verlassen. Du wirst es nie erfahren, wenn du nicht selbst nachsiehst. Ich finde super, was ihre Schuhe alles aushalten. Und das alles ohne Socken. Könnt ihr euch das vorstellen, nach einem harten Arbeitstag und diversen Drachenkämpfen, wie dann die Füße riechen? Kann sie aber schön vor der Hütte ausziehen. Danke Dondom und Rick Berg und auch an der Nyxem. Das könnte auch hier aus dem Spiel kommen, ne? Oh, oh, hey. Hey! Hier drüben! Oh, wir haben es geschafft. Hä? Hey, was? Los, Monster! Hey, du Sack, von wegen Monster! Das Monster spricht! Natürlich spreche ich und jetzt nimm dein Stecken weg, du Troll! Geh! Okay, mach Nimm dein Stecken weg. Herrlich. Ja, es war klar, ne? Wir alle haben natürlich Evil Dead 3 gesehen. Wir alle kennen, weiß ich nicht, Ritter Jamal oder so. Das ist immer so. Die haben immer mega Angst vor Leuten in Turnschuhen. Meiner Erfahrung nach haben die Sprachen verschiedener Dimensionen oft vieles gemeinsam. Okay, so genau will ich's gar nicht wissen. Ruhe! Weiter schurkeln! Na, war ja klar. Mein Gericht. Tja, der Polizei kannst du einfach nicht entkommen. Lass mich los! Lass mich los! Sachte! Ruhe! Ruhe! Schon wieder Gericht. Wer bist du, Kind? Wer bist du? Du solltest dich hier besser im Zaum halten, Frey. Keine Sorge, ich bin total im Zaum. Du scheinst den Ernst der Lage zu verkennen, fürchte ich. Ich habe schon engere Kurven gekriegt, nur damit du es weißt. Also halt den Rand und überlass mir das Reden, klar? Seht ihr das? Sie spricht mit einem Unsichtbaren, schmiedet sie Kabale mit Dämonen. Was? Nein! Und wer sagt schon Kabale? Ich hätte gern, dass du Ratsfrau Belletts Frage beantwortest, Kind. Mein Name ist Frey Holland. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ich bin erledigt, ich habe Hunger und ich will einfach nur nach Hause, Mann. So seltsame Kleider, woher kommt sie nur? Hell's Kitchen. Hört ihr? Sie ist des Teufels. Wie sonst hätte sie die Verderbnis überlebt? Bitte. Wie hast du die Verderbnis von Junoon unbeschadet durchqueren können? Unbeschadet? Ja, genau, Alter. Völlig klar. Sie ist die Verderbnis in Menschengestalt. Wir müssen sie hinrichten, unverzüglich. Warte, was? Nein, das gibt's nicht. Ich weiß ja nicht mal, was passiert ist. Bitte, hört auf mich. Ich glaube, wir brauchen sie. Wer wünscht es, vor dem Rat zu sprechen? Verzeiht mir. Ich bin Orden Keen. Diese Frau hat die verdorbenen Lande unbeschadet durchquert. Wir könnten viel von ihr lernen. Wir haben ihr nur das Schwert vorgehalten. Vielleicht reichen wir ihr nun die Hand als Freunde. Wenn du dem Teufel die Hand reichst, wird er hineinbeißen und die Verderbnis wird in deinen Adern brennen. Wir müssen der Gefahr sofort begegnen. Hohe Ratsfrau Belette, bitte! Sowohl Orden Keen als auch Ratsherr Janesh brachten gute Argumente vor. Der Rat ist sich uneins. Daher soll an diesem Tag kein Blut vergossen werden. Aber... lass dich warnen, Kind. Erweist du dich als Bedrohung, müssen wir dich eliminieren. Bringt sie in den Turm von Binoy! Bitte, Ratsfrau Belette, das Urteil ist zu harsch! Die Sitzung ist vertagt.
Sie hat uns nichts getan. Was? Turm von Benoy? Was ist denn das bitte? Vermutlich ein Gefängnis. Bitte! Was? Auf keinen Fall lasse ich mich wieder einsperren! Lass mich los! Lass mich los! Die Griffel weg, Arschloch! Nein! Die eine hat original einen Duschvorhang an. Oder was soll das sein? Eine Gardine? Aber die geile Klamotten, ich finde es super gut, wirklich. Ich mag die Klamotten sehr, sehr fantasievoll. Aber die eine hat wirklich einfach einen Duschvorhang an. Ist da Karneval? Ist das Köln? Bisher bin ich positiv überrascht von der Tiefe der Story und auch der Menge. Also das ist ja typisch Square, ne? Dass die einfach eine gute Geschichte mit viel Zeit auch erzählen. Aber das war ja natürlich in der Demo so gar nicht ersichtlich. Deswegen freut mich das schon ein bisschen und ist auch irgendwie interessant. Die eine hat einen Hula-Hoop auf dem Kopf. Ich hätte gern den Hula-Hoop. Na, den größer. Ne, den auf ganz den. Großen. Ja, Spiel, du sagtest. Achso, Reif. Steh auf. Ja, jetzt. Nerv nicht, Reif. Steh auf, steh auf, steh auf! Hör zu. Ich steck in einem blöden Mittelalter-Knast fest und komm nie mehr nach Hause. Lass mich einfach in Frieden sterben. Wenn du das Zeitliche segnest, ende ich als bloße Grabbeigabe. Das ist nicht mein Problem. Halt einfach die Klappe. Weißt du was? Ich hab das alles nicht verbockt. Der ganze Mist ist deine Schuld. Weißt du, warum es meine Schuld ist? Halt endlich die Klappe. Bitte. Wie du meinst. Ich könnte ein bisschen Ruhe vertragen. Fantastisch. Ich will kein Wort mehr hören. Oh Mann, hiergegen war es in Hell's Kitchen fast gemütlich. Shit, klar, abgeschlossen. Ich bezweifle, dass du da hindurchschlüpfen kannst. Sag bloß. Shit, das bringt doch nichts. Hat der Pisskübel dir etwas getan? Nein. Weißt du was, du aber. Wegen dir kann ich nie mehr zurück nach... New York? New York. Ist nicht so schwer zu merken. Schwerer zu merken als Armberge. Wenn ich mich recht entsinne, warst du nicht gerade frohen Mutes, als unsere Wege sich erstmals kreuzten. Ich verstehe nicht ganz, warum du unbedingt zurück willst. Weißt du was dann? Benutze ich eben Magie, um hier rauszukommen. Deine Fähigkeiten zur Schau zu stellen, ist keine gute Idee. Wieso? Die Leute wittern eh schon Kabale mit Dämonen. Aber für Ketzerei werden sie dich erhängen. Was, wie in Salem oder so? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. So, wir haben es auf deine Art gemacht, jetzt eben auf meine. War ich das etwa? Schnell, zieh den an. Wer ist da? Ich werde dich befreien, aber nimm den Umhang und tu, was ich dir sage. Okay, erledigt. Du. Du warst vor Gericht auf meiner Seite. Warum tust du das? Weil ich dir glaube. Doch wir müssen los. Moment, und was ist mit den Wachen? Ich habe ihnen Gebäck mit einer Schlafmitteltinktur gegeben.
Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na los, bevor sie aufwachen. Warte! Wohin gehen wir? Wo ist der Haken? Haken? Sie hat dich vor dem Rat verteidigt. Und momentan hast du ohnehin keine Wahl. Hast recht. Na schön, egal wo es hingeht, ich muss was futtern. Welch glückliche Fügung. Na aber hallo. Hast du etwas gesagt? Was? Nein, bitte nach dir. Und das ist auch wirklich okay? Ich meine, du kriegst doch sicher einen Haufen Ärger. Mach dir keine Sorgen. Und ich konnte nicht einfach dabei zusehen, wie sie dir Unrecht antaten. Die den Prozess geleitet haben, wer war das? Du meinst den Rat von Sipor? Sie regieren unsere Stadt. Und sie legen jeden Streit bei. Gewaltenteilung ist echt nicht so euer Ding, was? Effizient. Das ist ja ein interessanter Turm. Wie du siehst, leidet das Land. Alles, was die Verderbnis berührt, zerbricht. Ja, das habe ich gemerkt. Ist echt abgefuckt da drin. Unwirtlich. Wohl wahr. Athia ist fast verloren. Wo kommt der Bruchshit denn her, hm? Ich erzähle es dir bald. Wir müssen weiter. Der Name, den Frey dem Verderben bringenden Pesthauch gab, der den Großteil von Athia bedeckt. Niemand weiß, woher der Bruch stammt oder weshalb er so plötzlich erschien. Sicher ist nur, dass es sich um kein simples Wetterereignis handelt. Der Bruch kriecht schleichend über das Land und bricht alles in seinem Weg. Manche Veränderungen durch den Bruch sind auf den ersten Blick erkennbar, doch andere bleiben dem bloßen Auge verborgen. Wo genau führst du mich hin? Wir sind auf dem Weg in die Unterstadt. Die Unterstadt? Klar. Da wohnt Untermann aus meinem Chat. Schön, dass wir da Wieso endlich mal hinkommen. Wieso warst du überhaupt im Gerichtssaal? Es war seit vielen Jahren niemand mehr von außerhalb in der Stadt. Alle hier sind neugierig, wer du bist. Kaum da und schon berüchtigt. Typisch. Also, nach diesem Bruchshit. Sagen wir einfach der Bruch. Nachdem der Bruch geschah, mussten alle aus ihren Dörfern fliehen. Sir Paul ist die letzte Bastion. Alter. Ich schlage vor, die Hauptstraßen zu meiden. Das ist etwas unauffälliger. Wir sollten die Hauptstraßen lieber meiden, um nicht erkannt zu werden. Das stimmt. Aber wie sollen sie uns entdecken? Ich habe doch eine Kapuze auf. Wow, schick, schick. Geile Nobelschuppen. Das sind die Häuser der Oberschicht. Ah ja, die Upper East Side. Wir sind im nördlichen Stadtteil. Schwärmt aus! Weit kann sie nicht sein! Scheinbar wurde deine Flucht bemerkt. Bleib in den Schatten und spute dich. Bleib in den Schatten. Gute Idee. Ich spiele übrigens die PS5-Version, weil gerade gefragt wird. Nimm dir ein Beispiel an ihr. Sie schätzt meine Ideen. Im Moment ist es so ein interessanter Mix aus verschiedenen Genres, könnte man fast sagen. Jetzt ist es Schleichen, generell sehr Story-fokussiert. Was mir aber gefällt, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der viele Square-Spiele spielt, aber
ich mag's, dass sie halt wirklich ihre Figuren dann auch ausspielen in einer gewissen Länge. Auch die Musik ist schön. Und die deutsche Synchro gefällt mir auch gut. Auch wenn sie so aufgenommen ist, dass man das Gefühl hat, man sieht das Sprecherstudio. Das hätte man vielleicht so abmischen müssen, dass es eben wirkt, als wäre es in einer dunklen Straße nachts. Aber wahrscheinlich hatte man keine Straßen. Jedenfalls sind die Sprecher an sich gut. Es klingt nur fast zu perfekt akustisch. Nun bist du sicher. Ah, danke. Ich wohne hier in der Nähe. Komm, ich hab Essen. Square ist übrigens nur Publisher, könnte man an der Stelle auch nochmal sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da schon auch eine gewisse Verbindung besteht. Niemand hilft anderen, ohne was dafür zu wollen. Ich bin misstrauisch. Vertraust du mir? Pff, du und ich, das ist wohl eher ein Zwangsbündnis. Ich könnte dich nicht loswerden, selbst wenn ich wollte. Sie hat ihr Leben riskiert, um dich aus dieser Zelle zu holen. Das hat sie. Und sie hat was zu futtern versprochen. Und du bist nicht neugierig, was sie will? Welch spannendes Rätsel. Was zu essen fände ich gerade spannender. Die Entwickler sind Luminous Productions. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was haben die vorher gemacht? Sind das eventuell auch Mitarbeiter, ehemalige Square-Mitarbeiter, die es sehr häufig so, die eine eigene Firma hier gegründet haben und dann zusammen mit Square arbeiten? Ich weiß es nicht so genau. Keen. Aber es wirkt wie ein Square-Spiel. Tochter von Robian und Callista Keen. Oh, ich bin Frey Holland. Tochter von, was weiß ich wem. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist okay. Schnee von gestern. Schwamm drüber. Lügnerin. Mich macht's fertig, dass sie keinen Umhang anhat. Ich meine, die Klamotten erkennt doch nur wirklich jeder. Mein Vater war ein namhafter Kognoszent. Kokos was? Kognoszent. Ich verstehe sowieso nur Bahnhof. Gehupft wie gesprungen. Du bist seltsam, Frey. Kognoszenten sind hochrespektierte Gelehrte hier in Ethia. Und meine Mutter war Generalin. Huch, das sind mal große Fußstapfen. Moment, war? Ich war fast mein ganzes Leben lang allein. Ich weiß, wie das ist. Ich habe keine Eltern. Nur ein paar Pflegeeltern, aber das war nie von Dauer. Dann findest du bestimmt auch, dass wir die Arschkarte haben? Dass wir helfen müssen. Gehupft wie gesprungen. Hier wohne ich. Du lebst in der Bar? Darüber. Ich mag dich immer mehr. Also, gibt's was zu futtern? Da ein Apfel! Den hattest du die ganze Zeit? Ich wollte, dass du mit mir kommst, Frey Holland. Tochter von was weiß ich wem. Sag einfach Frey und wirklich smart. Tja, danke für den Ausbruch, Lady, und den Apfel, aber hier trennen sich unsere Wege. Bitte warte! Hilf mir bitte, meine Heimat zu retten. Ah, des Rätsels Lösung. Tja, ohne mich. Der Bogen aus Licht und dieses Rauschen. Sie brachten dich her, richtig? Du willst zurück nach Hause, oder? Vielleicht kann ich dir helfen. Ein Drink, dann hau ich ab, okay? Schick. Wie in so einer Mittelalter-Spelunke. Hey! Entschuldigung, war ein Versehen. Her damit! Na los! Zweite Regel beim Klauen. Nie die Beute zurückgeben. Und die erste? Lass dich nicht kriegen. Was ist das überhaupt? Das ist schön, dass sie dem Kind mal ein bisschen was Wertvolles beibringt. Es nichts wert ist, warum kann ich's nicht haben?
Netter Versuch, Zwerg. Zieh ab! Sie wird immer mehr zur Meisterin, zur Lehrerin in dieser noch komplett unkorrupten Welt, die noch nicht mal weiß, wie man richtig klaut. Ah. Uff, haut voll rein. Ihr macht keine halben Sachen. Okay, lass hören. Das Bierchen hält nicht lange. Mein Vater erforschte das Phänomen der sogenannten Torana sehr ausführlich. Torana? Der Tunnel aus Licht, durch den du kamst. Seine Schriften liefern vielleicht Antworten. Ich könnte sie dir zeigen. Und... Wusste ich's doch. Zum Ausgleich bringst du mir seine Aufzeichnungen über den Bruch. Sie sind... Auch im Bruch, hä? Du scheinst ja gegen ihn immun zu sein. Sieht so aus. Viele haben sich schon aus der Stadt gewagt, aber... Niemand kommt weit bevor... Bevor was? Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist anders. Okay, du kennst mich offenbar nicht. Ich weiß nicht. Komm, ich zeig's dir. Und... Danke. Ich hab nicht Ja gesagt. Kaufst du dir das ab? Naja, möglich ist alles. Eine geringe Chance ist auch eine Chance. Ich will nicht zurück in diese Höllenlandschaft. Ach, du machst das schon. Schließlich bin ich ja bei dir. Wie tröstlich. Sind sie das? Deine Eltern? Ja, das wurde in einer Gilde der Kognoszenten gemalt. Vater war einer der Kognoszenten von Jenun. Er verlegte all seine Arbeit nach Prenost, kurz bevor der Bruch die Gilde in Jenun zerstörte. Seine Notizen sind in Prenost? Ja, er brachte mich hierher, damit ich vor dem Bruch sicher bin. Aber bald danach zog es ihn zurück zu seiner Forschung. Das ist 20 Jahre her. Wir sahen uns nie wieder. Und inzwischen wurde das gesamte Umland vom Bruch verschlungen. Sie hat ja immer noch dasselbe an. Nur vergrößert. Okay, jetzt haben wir eigentlich recht viel in Erfahrung gebracht. Jetzt könnte ich auch mal langsam, aber wir kommen ja auch gleich wieder raus, jetzt könnte ich mal langsam wieder ein bisschen Action vertragen. Das war aber durchaus schönes Worldbuilding, was ja auch nötig ist. Erzähl mir von ihm. Er war ein kluger Mann, allseits beliebt. Er stand kurz vor seinem Ziel, den Bruch zu verlangsamen, vielleicht sogar umzukehren. Das Volk glaubte an ihn. Glaubte, dank ihm würde alles wieder wie es war. Ich versuche, seine Arbeit fortzuführen, damit Hoffnung bleibt. Hier, seine Notizen zu den Torana. Ja, sieht vertraut aus. Du kannst es haben, wenn du mir hilfst. Quid pro quo. Alles klar. Er bewahrte seine Bruchnotizen in roten Büchern auf. Du musst sie finden und zu mir bringen. Okay, ich hol also die Bücher, bring sie zu dir und wir sind quitt. Danach war's das dann für mich mit Helfen. Ich werde tun, was ich kann, um dich nach Hause zu bringen. Du hast mein Wort. Legst du dafür die Hand ins Feuer? Ich soll brennen? Nein, ist nur eine... Doch! Brenne! Vergiss es. Für mich! Ich werde diese Worte sofort vergessen. Gut. Okay, bin dabei. Wieso nicht? Ist nicht so, als hätte ich viele Optionen. Das sind gute Neuigkeiten. Du leistest Ethia einen großen Dienst damit.
Ah, darum geht's mir zwar nicht, aber klar, okay. Bevor du einen Ausflug in den Bruch unternimmst, solltest du dich ausruhen. Ich gehe morgen früh. Wo kann ich mich aufs Ohr hauen? Ohr hauen? Aufs Ohr, schlafen. Oh, natürlich. Folge mir. Danke, Candyman. Ich habe seit Tagen einen Ohrwurm von der Szene. Du kannst jederzeit hier übernachten. Ich lege dir saubere Kleidung raus. Danke. Vor allen Dingen bitte auch mal irgendwas, was hier hingehört. Aus der Serie, die ihr natürlich kennt, Malcolm in the Middle, von der übrigens gerade gesprochen wird, dass da eine neue Serie, also eine neue Staffel quasi 30 Jahre später nochmal kommt. Und da ist Francis bei dieser Militärakademie und es gibt diesen super nervigen Ausbilder mit einem Auge und der Hakenhand, der sie immer zwingt, A Cappella zu singen. Und da haben sie einmal, als der Chef kommt vom General oder so, haben sie vom Ausbilder irgendwie, der Obermotz kommt, dann singen sie diesen The Candyman, The Candyman, The Candyman can. Und da habe ich ohne Scheiß gestern die ganze Zeit aus irgendeinem Grund einen Ohrwurm, krieg den heute nicht mehr raus und jetzt kommst du mit deinem Abo. Candyman 94. Da siehst du mal, was du... Das war prophezeit. Dein Kommen war prophezeit. Mann, was für ein Tag. Der Mon hat das vorhergesehen. Das kommt mir alles so unwirklich vor. Und doch ist es wahr. Schlaf jetzt. Morgen wird wieder ein langer Tag. Simon, hast du schon mal Graveyard Keeper gespielt? Nein, kommt auch auf die Liste. Ich spiele ein Spiel und krieg 10 neue Tipps. Aber irgendwann habe ich alle Spiele durchgespielt. Ah, ist auch eine von den Visionen von Scrubs. Ja, absolut. Das ist doch mal anständig. Das sieht gut aus. Also ich finde diesen Kapuzenumhang jetzt mal ernsthaft. Rein logisch hätten sie ihr den von Anfang an geben sollen. Also in dem Moment, in dem sie aus dem Gefängnis flieht. Weil das einfach voll sinnvoll wäre ja. Weil ich dachte am Anfang, sie haben sich das gespart zu bauen, aber sie haben es ja gebaut. Jetzt siehst du aus wie wir. Nur die Schuhe verraten dich. Das sind meine treuen Fluchthelfer. Die Treter bleiben. Letztes Wort. Einverstanden. Hier, die wirst du brauchen. Eine Karte Athias, damit du dich nicht verläufst. Ich würde gerne wissen, was hier, der Trant da dazu sagt. Perfekt. Zu ihren Tretern. So was mag der. Der Trant von Game 2 ist ein großer Fan davon, wenn popkulturelle Referenzen in Fantasy-Settings reingedrückt werden. Frey hat diese detaillierte Karte von Auden erhalten. Sie zeigt alle vier Reiche sowie die Stadt Zipal in seinem Zentrum. Vor dem Bruch konnten die Menschen frei von einem Land ins andere reisen, aber diese Zeiten sind längst vorbei und heute weiß niemand, was aus den Orten, die auf der Karte markiert sind, inzwischen geworden ist. Die Kapuze, der schattige Baum, die Bar, der Turm, der mir sehr gut gefällt, und die Ratskammer. Das sind die Orte, die wir bisher erlebt haben, aber wir wollen ja eigentlich raus und die Forschung finden. Das macht uns dann ja auch zu so einer Art Forscherin. Und forsch genug ist sie eh. Also sollte das alles schnell erledigt werden. Moment, wir können noch weiter mit dir quatschen. Wahnsinn. Nochmals, danke. Tantas Segen. Dir auch, was immer das heißt. Kennst du die Serie Kevin Can Fuck Himself? Ja, kenne ich. Zum Teil Drama, zum Teil Sitcom. Zweite Staffel ist auch raus. Ist auch gut. Kann man wirklich gucken. Ist aber tatsächlich nur zum Teil Sitcom. Aber gerade deswegen so toll. Habe ich mal empfohlen, auch im Badabinch. Steck dir doch einen Kanal. Apfel ein. Ein Apfel am Tag? Frey zu stärken vermag. Ey, du kannst doch nicht die ganze Zeit klauen. Das kostet doch Geld. Irgendwer hat diesen verdammten Apfel doch irgendwo auch mal geerntet.
So, wo geht's zu der Gilde der Kognoszenten? Das ist doch nicht für jeden! Wenn ich die Karte des Bauernmädchens richtig lese, müssen wir zum Südtor der Stadt hinaus. Okay, dann mal nix wie los. Spiel! Bitte, leiht mir euer Ohr. Ich habe ein Lied für euch. Ja. Wohlan denn, lasst mich euch mit der Ballade der äußerst gewitzten Person aus Sipol beglücken. Ist ihm ernsthaft kein besserer Titel eingefallen? Nun, hat sie euch ergriffen? Du hast nicht mal angefangen. Hat die klagende Melodie Bilder des nahenden Pesthauchs heraufbeschworen, die Schreie seiner garstigen Bewohner? Ist die unglückselige Bevölkerung der Stadt, wie ich, dazu verflucht, deren Mauern nie wieder zu verlassen? Wieder? Warst du etwa jemals da draußen? Aber ja doch! Welch ein Musikant wäre ich, würde ich nicht ausziehen, um durch Berg und Tal zu wandern. In meinen Träumen natürlich. Hey, Bade! Verbrecher durchstreifen die Straßen und du machst weiter deine Katzenmusik. Obwohl gerade eine Krise herrscht. Vergebt mir, aber es herrscht immer eine Krise. Nun... Da hast du nicht unrecht, aber trotzdem. Sie ist eine Wache, Frey. Wir sollten gehen, sofort. Ich verschwinde dann mal besser. Warte, du bist... Schade, dass ihr gehen müsst, Holdemite. Doch die Zeit drängt. Auf, wohlan. Das war eindeutig zu knapp. Aber dank des Narren sind wir entkommen. Traumwanderung, für wahr. Ja, und dieses Lied. Was soll das bitte gewesen sein? Toss a coin to your witcher. Oh, Valley of Plenty. Das ist das Ganze, woran ich die ganze Zeit eben denken musste, an den wundervollen Witcher-Song vom Barden Dandelion. Dandelion. Tja, das war ein kurzer Trip. Wie zum Teufel kommt man aus diesem Kaffee raus? Ich weiß einen Weg. Natürlich. Du? Ist es ein illegaler Weg? Nö, aber ich könnte dir helfen. Echt? Ich kenne jeden Winkel hier. Mhm. Und was wird mich das kosten? Ein Apfel... Vielleicht? Du läufst mir also doch nach. Klar. Hast Hunger, was? Folge mir. Und jeder Apfel wird nur einmal angebissen. Willst du wissen, wie ich heiße? Ah, nö. Ich bin Olivia. Du bist Frey. Die ganze Stadt redet über dich. Bin wohl ziemlich berühmt hier. Heißt berühmt, dass die Wachen dich jagen? Das hier ist mein Fundsachenlager. Alter, alles deine Beute? Nein, nicht alles. Du bist cool, Zwerg. Manchmal wissen die Leute gar nicht, was sie da wegwerfen. Ich mache oft neue Sachen aus der Beute. Hier, heil dich damit, wenn du dir wehtust. Okay, praktisch. Musst mir mal zeigen, wie das geht. Na klar, ich bring's dir bei. Jetzt du. Natürlich. Wir machen uns einen kleinen Heiltrank. Habe ich noch? Nee. Oh, die Kapazität erhöhen. Das ist gut.
Gut, 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 gut. Die Leute schmeißen echt alles Mögliche weg, ha? Huh? Ja, vor allem nutzlosen Müll. Des einen Müll ist des anderen Tüll. Das sieht doch nützlich aus. Denke ich nämlich auch. Da ist doch sicher auf jeden Fall irgendwas nützlich. Was ist das denn? Ein Riesenstein? Porenstein. Poren tief rein mit Porenstein. Schauen Sie heute mal rein. Stein muss sein. Was mache ich damit? Einfach eine Ressource, ne? Ein gewöhnliches Gestein, das hauptsächlich in der Gegend um Sipal zu finden ist. Zwar sieht man es ihm nicht an, doch der andauernde Kontakt mit dem Bruch hat seine Struktur auf molekularer Ebene verändert und ihm magische Eigenschaften verliehen, die es zu einem guten Material für diverse Gegenstände machen. Na, okay, das war's. Ja, dann zeig mir doch jetzt mal gleich den Weg nach draußen. Ach, die sollen... Ich soll das erst noch checken. Okay, jetzt können wir den Umhang aufwerten und das machen wir auch direkt mit Porenstein. Und herstellen, geht das auch noch? Nee. Jetzt haben wir, glaube ich, alles verstanden. Hey Zwerg, ich habe was für dich. Den wertlosen Schrott von neulich? Nein, nicht mein Handy. Und wehe, du klaust das Ding nochmal. Ich stehle nicht von Freunden. Freunden? Cool. Das ist aber so nett, ja, wie sie uns Freunde. Nicht beklaut. Hier, guck mal. Wow, was ist das? Bist du eine Tante? Das ist eine Stiftlampe und nein, ich bin keine Tante. Was hat's mit denen überhaupt auf sich? Sie waren die stärksten und mächtigsten Frauen in Ethia. Sie hatten Kräfte. Und mit denen beschützten sie früher unser Land. Und schon bald wird's wieder so. Sie werden uns retten. Hör zu. Nach meiner Erfahrung, achte besser auf dich selbst. Gerettet wird man nie, außer im Märchen. Oh doch. Keine Sorge. Okay, tja, ich muss weiter. Was war nochmal der beste Weg aus der Stadt? Nun, steig erstmal über die Mauer da. Dann bist du deinem Ziel schon etwas näher. Cool. Danke. Wir sehen uns. Ich beschütze so lange die Stadt. Klar. Du kannst das. Danke, Ginity und Flipperson, für euer Prime-Abo, was ihr mir gegönnt habt. Darüber bin ich sehr froh. Wir werden jetzt gleich wieder ein bisschen Action erleben, aber ich muss doch noch mit den Leuten quatschen. Du bist die Entflohene. Ja, ich weiß, jeder scheint das zu wissen. Ich flehe dich an. Bitte tu den Kindern nichts. Na gut, hast du einen Apfel zur Wiedergutmachung für deinen Frevel? Nee, schauen wir nicht. Okay, raus geht's! Danke, Lumines! Du hast auch dein Prime-Abo abgestaubt und mir überreicht. Sie macht... Ich find's gut, dass sie nicht immer diese Superhelden-Landung macht. Du traust also niemandem. Außer Gassenkindern. Warum? Weil ich selbst eins war, okay? Belassen wir es dabei. Nee, einfach nee! Was sind das denn für Dinger? Sind das Menschen? Das passiert wohl, wenn Menschen mit dem Bruch in Berührung kommen. Ich kann sie nicht töten. Du hast keine Wahl. Besser sie als du.
kannst natürlich auch dran vorbeilaufen. Also damit, dass hier draußen noch niemand weit gekommen ist. Das erklärt, die Leute in Zipol über ihre Spuren leiden. Aus dem Weg! Okay, LR. Also die Effekte und alles sieht schon nice aus. Und wie gesagt, man hat eigentlich beim Ballern ganz gutes Schussgefühl durch den Controller, der natürlich hier einige Vibrationsarbeit macht. Und das Ganze gibt ein bisschen Feedback, was ganz cool sich anfühlt. Ja, und die Effekte, also nicht die Effekte, die Features, die Waffenfähigkeiten, wie auch immer man sie nennen will, Magie, funktioniert auch bisher sehr gut mit dem Rest. Man kann schön wechseln und im Wechsel auch benutzen. Das ist jetzt natürlich alles noch ein bisschen einfach, ist klar. Aber man kriegt ein gutes Gefühl dafür. Hier ist noch irgendwas. Diese Bruchzombies sind überall. Bestimmt waren sie mal ganz nett, aber meine Fresse. Bestimmt waren sie mal ganz das nehme nett. Ich mal mit. Natürlich gehen wir direkt in die Höhle. Ort, um etwas Ruhe zu finden. Ein muffiges Drecksloch? Du siehst wohl in allem eine gute Seite, was? Das war jetzt wohl kein Kompliment, oder? Na, er sieht ja selbst die guten Seiten in dir. Also wäre ich vorsichtig. Kann ich darüber? Ja. Mana-Quellen, dort sprudelt die Macht aus dem Boden. Was ganz gut ist, damit wir uns aufladen. Hey, danke. Hey, Gino. Nicht der Gino. Nicht der Sport-Gino. Der Monchett-Gino. Boah, fühlst du das auch? Das sind ziemlich mächtige magische Energien. Okay. Stoße dich mit den Beinen von einer Mauer ab, um höher zu kommen. Also einfach weiter. Stick plus Kreis. Jetzt komme ich aber höher. Was zur Hölle war das? Ist etwas passiert? Ich weiß nicht. Ich fühle mich mächtiger, glaube ich. Na, mehr machen. Mehr Macht macht ja nichts. Pilgerzufluchten, geschützte Orte. Gucken wir mal rein. Vielleicht kann man hier speichern. Ah, okay, das ist auch für dies wäre ein geeigneter Ort für eine Rast, findest du nicht? Oh, du scheinst langsam zu kapieren, wo Menschen schlafen können und wo nicht. Eher eine Nischenkompetenz. Aber trotzdem, danke. Okay, Anzug aufgewertet, paar Heiltränke gebaut. Oh, und immer noch liegen die hier rum und jetzt brauche ich sie ja gar nicht mehr. Doch, ach, ich kann ja neue. Stimmt, ich kann ja jetzt auch mehr tragen. Das sind die Sachen von eben. Dann werden wir doch nochmal ganz kurz schlafen. Wenn ihr übrigens Infos zu Forspoken haben wollt, könnt ihr gerne im Chat auf den Link mal klicken. Das wäre nicht schlecht. Das ist nämlich auch noch ein Tracking-Link. Hast du irgendwo eine Schlummertaste? Der hilft am Ende mir, wenn Finger ihr da drauf klickt. Sonst wecke ich dich nie wieder. Also ich kriege da kein Geld für oder so, aber dann sehen die, dass das irgendwie auch was gebracht hat, dass ich euch das Spiel zeige. Ich will weiterschlafen.
Nun sind wir schon auf. Los geht's. Ach, das sagst du nur, weil du nicht weißt, wie bequem das Bett war. Ja, da kann ich sie auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich will auch nie aus dem Bett raus. Ich könnte den ganzen Tag pennen, weil es einfach geil ist. Das Hobby meines Lebens. Schlafen. Dabei habe ich noch nicht mal Kinder. Hier ist etwas. Ich fühle es. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich frage mich immer, was wohl schneller geht, ob man die Aufladeschüsse benutzen sollte oder vielleicht lieber diesen MG-artigen Single-Schuss. Also noch habe ich ja keine wirklichen Nahkampfangriffe. Nun tu doch was. Ich tu doch die ganze Zeit was. Kannst du oft treffen lassen? Wofür hältst du mich? Für eine Superheldin? Okay. So, jetzt wurden auch endlich die magischen Fähigkeiten mal ein bisschen erhöht. Viel haben wir eigentlich nicht gemacht. Wir haben jetzt nichts Besonderes erreicht. Wir haben einfach nur alle erledigt und eine Kiste eingesammelt. Mir soll's recht sein. Danke, Hannah Manson. Hey, nimm Geschenk. 3 Monate schon. Hoffentlich waren es gute 3 Monate. Und wir sehen uns wieder. Morgen übrigens bin ich viel. Also morgen, nee, morgen ist Dienstag, ne? Morgen bin ich noch hier, okay. Am Mittwoch bin ich in Hamburg wieder. Mal gucken, wie das wird. Wann wir uns da wiedersehen. Wie lange steht das denn wohl schon hier? Das ist die. Da müssen die Biester schon früher aufstehen. Hoffen wir, dass sie nicht zu früh aufstehen. Etwas gefunden? Immer. Okay, wir machen mal Parkour. Ah, okay. Das war die Superheldenlandung. Also bald fliegt sie. Sie hat tatsächlich es schon kommen sehen. Und es fühlt sich auch schön an, da so geschwind über dieses Land zu dashen. Es erinnert ein bisschen an Spiele wie Infamous und Prototype, die ja beide auch, allerdings spielen die natürlich in New York, aber die haben eine ähnliche Mechanik. Heilige Steine, in denen Tantras ihre Mächte speichern. Ja, etwas scheint den Bruch hierher gelockt zu haben. Du kannst ihn sicher mit deinen Kräften bannen. Versuch es mal. Was kann ich denn hier machen? Nee, so nicht, oder? Ah, vielleicht muss ich das hier zerstören. Ja. Enteist! Und jetzt gehörst du mir. Jetzt bist du mein Knecht. Also sehr fantasievoll ist es schon. Und die Strukturen und die ganzen... Ja, selbst die Magie wirken nicht, als hätte man irgendwas kopiert, sondern als hätte man wirklich was Neues sich überlegt. Das ist auf jeden Fall immer besser, als einfach nur irgendwas zu nehmen, was alle kennen. Ist auch mutiger. Weil man natürlich das Risiko eingeht, dass es dann Leuten nicht gefällt. Ist das die Gilde? Wenn wir der Karte glauben können, dann schon. Dich mach krass. Hasta la vista, Baby! Oh.
Ja. Blocken im letzten Moment, muss man auch erstmal lernen. Das hilft nicht viel. Also man muss von der Seite ihm in die Seite schießen, da ist irgendwo das Herz. Bist du bereit? Glaube ich zumindest. Oh! Nein! Nein! Da habe ich null auf meine Energie geachtet gerade. Da war ich einfach nur im Kampf geschehen. Mal gucken, wo wir jetzt weitermachen. Ah, hier, okay. Damit kann ich leben. Okay, wir merken uns, das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Vielleicht laufe ich jetzt erstmal hier rechts lang. Aha, okay, Ausbreitung des Bruchs, der Bruch und der Körper. Ich habe jetzt nicht die Zeit, mir alles durchzulesen, aber es ist ganz schön, dass so viel Info gibt. Verändert. Ist das die Gilde? Wenn wir der Karte glauben können, dann schon. Und was sie hinter der Tür erblickte, hätte sie sich im Traum nicht ausmalen können. Ein echtes Bett. Okay, mal los. Das mache ich aber jetzt die ganze Zeit. Es gibt natürlich noch andere Klamotten, die man auch wieder aufwerten kann. So, damit habe ich alle. Alle wieder voll. Und dann würde ich sagen, oh nee, dann werden wir doch nochmal ganz kurz schlafen. Einfach um die Energie komplett voll zu haben. Gerade eben habe ich ja dann doch mich in die Bredouille gebracht. Wie ist es? Sieht so lame aus wie die Demo? Fragezeichen? Nee, also ich muss sagen, dass es mehr Bock macht als die Demo, weil man auch. Schlaf wäre nicht übel. Weil man auch so schön behutsam eingeführt wird in diese Welt und weil sich die Entwickler wirklich Zeit nehmen, uns die Figuren auch näher zu bringen und die Stakes sozusagen, also worum es hier geht. Das ist eigentlich schon ganz schön. Und ich meine, sobald man mehr Abwechslung hat in den Kämpfen durch die verschiedene Magie, kann man natürlich auch nochmal einiges an Spielspaß rausholen, dadurch, dass man eine gewisse Abwechslung hat. Aber an dem Punkt sind wir ja noch nicht. Muss ich dem Spiel lassen, so viel haben wir noch nicht erreicht. Finisher, okay, müssen wir häufiger machen, geht schneller. Hast du gesehen, wie schnell das ging? Oh, natürlich. Ich war wie gebannt. Vor 5 Minuten hat sie sich noch gesträubt, Menschen umzubringen und jetzt zelebriert sie die besonders guten Kills sogar schon und protzt damit vor ihrem Armreif. Das ging schnell. Etwas gefunden? Ich werde versuchen, sie nicht alle auf einmal zu konsumieren. So, da gehen wir gleich hin zu dem Turm, aber ich will vorher noch alles einsammeln, was so geht. Das sieht doch irgendwie wichtig aus. Diese Bruchzombies sind überall. Bestimmt waren sie mal ganz nett, aber meine Fresse. Das hat gesessen. Okay. Ja, die Erfahrungspunkte gebe ich mir gerne. Die nehme ich gerne mal so mit. Habt ihr gesehen, wie schnell das gerade bei diesem verwirrten Elch, wie schnell das nach hinten losgehen kann, wenn ich nicht vorbereitet bin? Ah. So, die juristisch erlaubte Maximalmenge an Heiltränken ist bereits erreicht. Hier. Nun, hier draußen wirst du bestimmt nicht fündig werden. Ich weiß, ich weiß.
Die Häufigkeit der dummen Sprüche kann man runterregeln. Ist das, stimmt das? Kann man die Sprüche einstellen? Yes. Ach. Ja, geil. Das ist wie die Nadel im Heuhaufen. Wie soll ich die Notizen hier finden? Sie werden an einem sicheren Ort sein. Es handelt sich schließlich um seine letzten großen Werke. Wollen wir uns dann hinaufbegeben? Wie viele Stockwerke ist... Der Bruch hat's wohl noch nicht hierher geschafft. Ob die Notizen hier sind? Vielleicht sollten wir uns umsehen. Oh, da ist ja noch was. Hey, Ralf. Kannst du lesen, was da steht? Wieso kannst du die Schrift nicht lesen, obwohl du die Sprache verstehst? Weiß nicht. Du bist Mr. Sprachen verschiedener Dimensionen, sind sich so ähnlich. Ich werde dir wohl Nachhilfe geben müssen, wie? Wie schön. In diesem Buch steht etwas Interessantes. Nach dem Bruch wurden offenbar mysteriöse Splitter gefunden. Bruchsplitter? Könnte man sagen. Die Nägel der Tantas, die Gilden der Kognoszenten, die Zufluchten der Pilger, die Pilger, die Mana und noch vieles mehr, was wir nicht lesen können. Faszinierend. Keine Zeit. Was denn? Die Tantas bemalten ihre Fingernägel mit einzigartigen Mustern in ihrem eigenen Blut, um bestimmte besondere Kräfte nutzen zu können. Und je nachdem, welche Motive sie malten, veränderten sich diese Kräfte. Okay. Das ist gut zu wissen, glaube ich. Die Fingernagelgeschichte haben wir ja schon. Oh, das ist aber spannend. In der Demo mitbekommen. Zwischen diesen beiden Büchern gibt es eine verblüffende Verbindung. Die wäre. Deine Bruchsplitter sind angeblich mit dem Blut der Tantas getränkt. Vielleicht könntest du sie benutzen, um dieselben Kräfte zu erlangen. Echt jetzt? Ich hab noch keine, okay. Als nächstes kommen die Bruchsplitter. Wahrscheinlich hier. Nee? Hier? Nein, okay. Hier? Ach doch, jetzt kann ich's. Hab ich alles. Die linke Hand kriegt einmal hier das Krönchen. Angriffszauber laden sich schnell auf. Sämtlicher Schaden wird dadurch verhindert oder kleiner gemacht. Ja, okay. Nehmen wir dann auf die rechte Seite, nehmen wir das hier. Also Schaden durch die Zauber erhöht. Also sind wir wieder bei 0. Und dafür bei voller Schubmagie mehr Schaden. Und hier gibt es natürlich noch neue Designs, die wir aber noch gar nicht haben. Okay. Ich mache mir sonst nie die Nägel. Aber in dem Fall könnte ich es ja mal versuchen. Ich fürchte, die Notizen, die wir suchen, sind wohl doch nicht hier. War ein Versuch wert. Machen wir einfach oben weiter. Ich glaube, es wird heller. Ist das ein Notizbuch? Das wird es sein. Das hier ist auch nicht, wonach wir suchen. Unter der Verkleidung scheint ein Mensch zu stecken. Danke, Sherlock. Wir müssen wissen, wer er ist. Tja, ich schätze, da bleibt nur eins. Okay, Mr. Axtmörder. Ich komme jetzt zu dir und nehme dir die Maske ab. Bleibst du cool oder er nicht? Okay, er nicht. Schon klar, schon klar. Also, du darfst in meinem Grasgefängnis weiter chillen und ich suche weiter nach den Büchern. Orden hat nicht gesagt, dass es so viele sind. Orden? Meine. Was? Sekunde. Wow.
Probien? Ich sehe einen gottverdammten Geist. Wie kannst du noch leben? Alle halten dich für tot. Das Blaue im Bauch. Und die Blumen auch. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, wir bräuchten die roten Notizbücher. Sie dringen ein und... Oft kann ich nicht. Aber ich will. Ich muss doch. Du scheinst den Kampf gegen den Bruch zu verlieren, Kumpel. Ja, aber du... Du scheinst ihn zu gewinnen. Wie? Keine Ahnung. Ich bin völlig fremd hier. Ich will nur nach Hause. Da war so ein, Wusch. Ja. Ja, ein Wusch. Ja, ich muss dorthin zurück, wo ich herkomme, durch ein Wusch. Wusch, du wirst ganz bestimmt wieder zurück zu dir nach Hause kommen. Wusch. Ja, Wusch. Wusch. Besucher. Bleib hier. Besucher. Zeit für Tee. Ich frag mich, wer das war. In jedem Fall müssen wir vorsichtig sein. Also den finde ich irgendwie cool. Robian hat mir jetzt schon direkt gefallen. Wir müssen aber wieder nach unten. Keine Zeit zum Socializen. Ich kann nicht wissen, dass Robian die ganze Zeit am Leben war. Das wird ein wahrer Schock für unser Bauernmädchen. Wir sind Soldaten von Tanta Saila. Du bist in unserem Land. Du musst mit uns kommen. Das kannst du vergessen, Bruder. Ziel auf den Kopf! Okay, einfach nach oben, dann scannt er. Widersteht Magie. Tja. Von hinten angreifen, okay. Was zum Teufel sind die denn? Verstandeslose Drohnen, die Silent neu ergeben sind. Hier habe ich den einen. Du bist mein! Nicht schlecht! Es sind keine Zombies, aber ich finde sie verdammt creepy. Sie sind leere Hüllen und nichts. Gute Nacht. Oh, okay, noch mehr. Hasta la vista, Baby. Jetzt kann ich natürlich dem ganz gut in den Rücken feuern, weil er gerade mit den Ranken kämpft. Oh, yeah. Autsch. Na komm, mach was. Aber wenn man sie einwurzelt, hat man danach das Problem, dass sie wieder aus der Wurzel raus sind. Also man muss sich genau überlegen, wie man sie beschießt, nachdem man die so festgehalten hat. Gut, habe ich das gemacht. Okay, wir nehmen mit, was wir können.
Es ist aus, Invasorin. Shit, die Bücher! You had one job. Okay, Bob. Bob, komm, wir müssen los. Danke, Olympiad und Garmedusa und Henne Manson und Hey Yino und Luminous. Danke. Alles gut? Das heißt dann wohl ja. Wir sind sie los. Alter, der tattrige alte Kristallopa. Wie willst du denn mit dem überhaupt den ganzen Weg zurückfinden? Das ist völlig verrückt. Ja. Jenseits von Gut und Böse. Vom Bruch verdorben. Tja, Bruchbob, hier ist die beste Chance, nach Haus zu kommen, also... Besorgniserregend. Ganz ehrlich, ist mir egal, was du denkst. Deine Entscheidungen gehen mich durchaus etwas an. Mitgefangen, mitgehangen, wie es heißt. Tja, der Zauber, der uns miteinander verschweißt hat, verflüchtigt sich zu Hause hoffentlich. Schade, ich lerne unser Band immer mehr zu schätzen. Dann kann ich nicht behaupten. Ja, warte mal ab, bis du wieder keine Magierin bist. Hä? Oh, nein, ich habe nur laut nachgedacht. Du wirst es vermissen, die Macht Wunderbar. Zu haben. Ich tue das oft. Glaube ich wenigstens. Vielleicht auch nicht. Die Stimme in meinem Kopf klingt wie jede andere auch. Weißt du was? Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Erzähl mir doch von deiner Heimat. Ah, meine Stadt ist viel größer als Sipor. Sie heißt New York. Oh, ach, richtig. Die kenne ich auch. Echt? Oder nicht? Der Name kommt mir irgendwie vertraut vor, wie eine ferne Erinnerung. Vielleicht nur ein Traum. Es klingt wie ein wichtiger Ort, denke ich. Hat mir vielleicht jemand davon erzählt? Warst du es vielleicht? Das wird sein, vielleicht. Hast du was gesagt? Ja. Der ist ja eine Riesenhilfe. Hör schon auf. Shit. Brennt es in Sipor? Ein kleines Rauchwölkchen sehe ich schon. Komm. Mehr kann ich leider nicht nehmen. Aber ich kann ja mal kurz meine Zauberliste übrigens, weil Leute auch gefragt haben, wie funktioniert hier das Kampfsystem. Ich kann es kurz mal zeigen. Also ballern, ganz normal, so. Dann seht ihr unten rechts, wird der Schuss aktiviert. Dann hätte ich jetzt auf L2, kann ich aber gerade nicht benutzen, noch so einen Blockadezauber, mit dem ich die alle festhalten kann. Wenn ich L und R zusammendrücke, würde das obere vom Dreieck aktiviert werden für so einen, in dem Fall ist das so ein Untergrundzauber, der dann irgendwie alles in die Luft wirbelt, aber es sieht ganz schön aus, ist immer so ein Special. Und wenn die am Boden liegen, habe ich noch einen Finisher. Und dann kann ich aber eben noch die ganzen Varianten ändern und es gibt eben dann später auch noch andere Magiearten. Also ich mache jetzt hier gerade den Sprengschuss, dann haben wir noch Salvenschuss, ist ja klar. Und den Schildschuss, mit dem wir uns zuerst schützen können. Und das wäre dann halt, ne? Das wäre der Schnellschuss und der Schildschuss. Ist auf jeden Fall ganz interessante Mechanik. Und sie wird natürlich immer komplexer. Am Anfang sieht es vielleicht noch ein bisschen simpel aus, als hätte man nicht viel Auswahl. Aber wir wissen ja aus der Demo bereits, dass das schon auch ein bisschen mehr werden kann dann. Und man sich eher daran erinnern muss, immer wieder auch zu wechseln, damit man selbst möglichst viel Abwechslung hat. Was ist passiert? Sie ist gekommen! Tante Syla! Sie sucht nach dieser Frey. Nach mir? Deine Ankunft muss in ganz Ethia Aufsehen erregt haben. Dass du hier bist, macht der Tante Angst. Frey! Da bist du ja! Olivia! Was ist hier los? Ich lag falsch. Sie ist nicht unsere Retterin, sondern du. Ich bin keine Heldin. Tante Syla hat Orden. Orden? Meine Orden? Shit, nein. Bob, Bruchbob!
Deine Fürsorge ist ja sehr rührend, aber zuerst müssen wir Syla aufhalten. Ist okay, ich kläre die Sache. Ich kann helfen. Nein, kommt nicht in die Tüte. Du bleibst hier und suchst dir ein Versteck. Nein, wir können sie nicht besiegen. Tante Syla zerstört unsere Stadt. Sie war es! Sie befreite den Dämon! Bitte, Hoheit! Durch Zorn werden wir nichts erreichen! Sag Tante Syla, wo sie ist, Kind! Wo ist die Invasorin, Kind? Jene, die es gewagt hat, mein Reich zu betreten! Tante Syla! Ich bin Robian Keen! Vater! Orden! Ich war... ein treuer Diener, Tanta Sintas. Meine Frau Kalista war Generalin in eurem Heer. Verschont meine Tochter. Robian Keen. Ein Name, der aus anderen Zeiten stammt. Du musst das Bauernmädchen retten. Sie würde dasselbe für dich tun. Ach, fuck. Ich weiß. Wir müssen irgendwas tun. Versuche, dich von hinten anzuschleichen. Verbirg dich am besten in der Menge. Ich könnte mich besser verbergen, wenn du still wärst. All dein Flehen ist vollkommen zwecklos. Deine Tochter, Teil der Invasorin. Und was noch schlimmer ist, sie weigert sich preiszugeben, wo sie sich befindet. Solch ein... schwerer Verrat! Darf nicht ungestraft bleiben! Tante Syla! Zur Seite! Er hört mich bitte! Hey, komm! Ich erkläre alles später! Die Invasoren! Stopp! Haltet ein, bitte! Sie kann helfen. Sie kann euch vom Wahn befreien. Weg mit dir! Vater! Was ist denn das, verdammt nochmal? Tante Syla gebietet über die äußere Gestalt von Dingen. Sie hat sich eines ihrer Stärken bemächtigt. Oh, warte. Was tut er denn? Stopp! Sie hat ein Schnurrbartschild. Der stählerne Schnurri. Wie konnte sie Unschuldige angreifen? Um an dich heranzukommen, wird sie dir jedes Mittel recht sein. Komm schon. Das hat gesessen. Kacke! Wieso werde ich ständig von fliegenden Wichsern gepiesackt? Versuch ihn auf den Boden zu holen. Oh Mann. Ja, bitte. Meine Magie hat keine Wirkung. Er ist irgendwie davor geschützt. Das bringt ja fast gar nichts. Das wird lustig. Gib auf! Es gibt kein Entkommen! Auf gar keinen Fall. Wow, das hilft nicht viel. Damit!
So, okay. Noch einer von Silas Dienern. Für seine Größe flatterte er mit beachtlichem Tempo durch die Gegend. Penis. Ich an deiner Stelle würde mich darauf konzentrieren, ihm die Flügel zu stutzen. Danke für gar nichts. Du bist mein. Ah, da sind die Flügel, kann ich einzeln anvisieren. Das habe ich gerade eben natürlich noch nicht gemacht. Das hilft sicherlich. Ja. Jetzt wird nicht mehr geflogen. Fluggenehmigung wird nicht erteilt. Danke, Andy Materie. Danke für den für das Hören vom Podcast. Das finde ich sehr, sehr nett. Danke. Ich habe schon lange keine neue Folge mehr gemacht. Gab keine guten Spiele mehr. Nein. Wie viele Shit, gefallen Mann. Sind. Und nur wegen dieses Dämons. Ihr habt es selbst gesehen. Sie wird uns alle töten. Verehrte Ratsfrau Bellet, ihr stimmt mir doch gewiss zu. Ja, ergreift sie. Nein, 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 nein. Diese junge Frau wird uns retten. Uns beschützen. Er ist schon so verdorben wie sie. Schnappt sie, bevor das Dunkel sich ausbreitet. Wir werden nichts dergleichen tun. Robian Keen ist überaus weise und hat stets zu seinem Wort gestanden. Hätten wir gewusst, dass er lebt, säße er jetzt im Rat, nicht ihr. Und diese Frau hat ihn zurückgebracht. Willkommen daheim, mein Freund. Tanta Sailas Angriff lehrt uns doch eins. Der Feind unseres Feindes ist unser Freund. Und was bitte sollen wir dafür noch opfern? Zu viele sind wegen ihr gestorben. Ratsfrau Bellet hat völlig recht. Tanta Sailor wird uns mit Sicherheit wieder angreifen. Es ist beschlossen. Wir werden das Mädchen sofort an Tanta Sailor ausliefern. Schon okay. Ich finde den Weg selbst. Jetzt müsste ich doch langsam noch mal ein bisschen aufleveln können. Aber wir sind jetzt natürlich extrem motiviert, hier Handkantenschläge zu verteilen. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das kleine Mädchen so früh stirbt. Generell, dass es stirbt, hätte ich nicht erwartet, aber auch noch so früh. Aber es ist natürlich auch sinnvoll, weil es eine gewisse Motivation, der Protagonistin eine gewisse Motivation injiziert, die sie ja braucht, um weiter in dieser Welt überhaupt Entscheidungen treffen zu wollen. Immerhin hast du die Lampe wiederbekommen. Hatte die nicht auch einen Apfel noch? Guten Morgen, Frey. Hier sind die Turana-Notizen, wie versprochen. Also, was das angeht. Die Notizbücher deines Vaters sind mitsamt der Gilde verbrannt. Das ist egal. Frey, du hast ihn zurückgebracht. Das ist viel wichtiger. Das hätte ich nie zu hoffen gewagt. Hier. Danke. Also, gut, wo finde ich Sailor? Es gibt ein Archiv in der Oberstadt.
Dort wirst du sicher mehr erfahren. Ein Archiv, okay. Orden! Ich will dich nicht stören, aber dein Vater ist gerade rausmarschiert. Verzeihung, Frey. Ich muss mich um ihn kümmern. Ein weißes Notizbuch. Vieles an den Turaner ist und bleibt mysteriös. Sie verändern Zeit und Raum und ermöglichen eine Art der unmittelbaren Fortbewegung. Aber wie genau das funktioniert, vermag ich nicht zu sagen. Das sind diese Dimensionstore. Eines der roten Notizbücher, die Robians umfassende Forschung zum Bruch enthalten. Ja, und dann nochmal eine kleine Zusammenfassung. Nun denn, auf zum Archiv. Ich würde aber echt gern... Er ist mein einziger Ausweg. Wie dir beliebt. Aber denk dran, wir müssen eine Tanta besiegen. Hört ihr das? Ich krieg noch immer, was komisch ist, weil das hat erst jetzt angefangen, oder? Bekomme ich die Aussagen von Ralf nochmal vom Pad aus dem Kopfhörer, aus dem Lautsprecher. Nee? Oh, okay, wo soll ich denn dann klettern? Mann! Okay, ich darf hier nicht einfach rennen. Ich muss den langen Weg gehen. Du bist Frey, nicht? Du hast mit deinen famosen Kräften die Monster vertrieben. Ich bin Pilo. Der geile Schmied. Wahnsinn, dass ich mit der Retterin der Stadt rede. Schreiner, ne? Ich bin Schreiner. Keine Heldin. War's nie und werd's nie sein. Willst du irgendwas? Er sollte Rainer heißen. Rainer der Schreiner. Ich frag mich nur, ob ich was tun kann. Ich weiß nicht. Hey, ich kann dir die Stadt zeigen. Du bist noch nicht lang hier, stimmt's? Eine Stadttour. Ausgezeichnete Idee. Es kann nicht schaden, sich hier ein wenig auszukennen. Nein, danke, aber ich bin nicht in der Stimmung. Oh, sag das nicht. Schau, ich warte dann auf dich, ja? Wenn du willst, sag mir Bescheid. Oh, nee. Weiß gar nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Ich muss gerade mal eine Sache machen. Zubehör, Einstellungen. Ich will das mal ausstellen. Verzögerung, wo kann man das einstellen, dass der redet? Da. Aus. Meine Controller haben die Schnauze zu halten. Okay, natürlich wäre es interessant, jetzt die Nebenmission sich anzugucken, aber ich möchte eigentlich lieber die Hauptmission weitermachen. Orden war weil, besorgt. Frag mich, wie es Bob geht. Weil das doch im Moment ein bisschen spannender wirkt. Oh, eine Katze. Zum Glück gibt es Katzen auch in Earthia. Mal sehen. Okay. Immer der Katze nach. Was ist der Plan? Was willst du uns hier zeigen? Na, natürlich den Sack. Danke. Ach, das habe ich gerade gefunden. Okay. Ein Holzpüppchen. Für mich? Oh, das ist ja lieb. Katzen gehören in jedes Videospiel. Kann ich noch mehr mit dir machen? Ich mach dir keine Angst, was? Ach. Grüß dich. So schwer kann der nicht zu finden sein. Dem wächst ein halber Kristallkopf aus dem Schädel. Zum Glück ist die Ernte noch heil. Mein Papa, die hat den Apfel geklaut. Hört sofort auf damit. Klingt nach Ärger.
Hey, was ist hier los? Sir Rogan will unseren schönen alten Balchenbaum schenken. Er ist ein bisschen außer sich. Das Blaue im Bauch und die Blumen auch. Wir haben ihm erklärt, dass er hier im Hain nicht willkürlich Bäume fällen darf. Das dort ist unsere letzte Balche. Schon gut. Entspannt euch mal, okay? Er hat 20 Jahre lang im Bruch gelebt. Er braucht einfach Zeit, um klarzukommen. Er ist bald wieder der Alte. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vater! Vater! Ich bin's! Orden! Ordi, mein Kind, was machst du denn hier? Wir wollten uns doch dort treffen. Wie soll das denn gehen, wenn du hier bist? Ist schon gut. Ich begleite dich, dann sind wir gemeinsam da. Entschuldigt bitte. Seid doch so gut, Sir Robian. Gebt mir die Axt. Bitte, Vater, gib sie ihm. Bitte. Danke. Wir kommen zurecht. Gebt nur Acht, dass er nicht... Wird er nicht. Ihr habt mein Wort. Oh, Orden. Ich bin so ein Narr. Du bist kein Narr. Ich glaube an dich. Ich sagte, du würdest diesem Baum nichts tun, aber ich... Jetzt oder nie. Schon wieder Gesetze brechen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber es ist zum Wohle Aethias. Und wenn mein Vater glaubt, dass es hilft, dann glaube ich es auch. Hey, Bob. Das Mädchen aus der anderen Welt. Ja. Ich hab deine Notizen zu den Portalen. Den Torana? Oh je, es ist noch schlimmer, als ich dachte. Nee, Verzeihung. Mein Geist ist nur wackelwabbelig. Wabbelwackelig. Wusch? Wusch. Ja, Wusch! Ich brauche einen Wusch nach Hause, wo ich herkam. Dafür muss ich diese Tante killen. Als ich überlebe. Das wirst du. Was, nach Hause kommen oder die irre Tante killen? Entweder oder. Vielleicht beides oder gar nichts. Ah! Wer weiß das schon? Vielversprechend. Ja. Ich verspreche es. Ich werde dich wuschen lassen. Du hast mein Wort. Herrlich. Das Wort eines Tatar-Greises. Darauf ist Verlass. Yay. Wie komme ich denn in den Hain? Gehen wir nach Hause. Ordi! Ja. Na komm. Wir sehen uns später. Hey, Ralf. Lass uns jetzt das Archiv besuchen. Das ist in der Oberstadt, oder? Okay, wir gehen in die Oberstadt. Ist auf jeden Fall... Hey, du da! Keine Zeit. Muss arbeiten. Kennst du doch. Komisch, dass uns auf einmal alle Türen offen stehen. Wahrscheinlich haben sie Angst vor dir, weil sie wissen, wozu du fähig bist. Gut. Sehr gut. Kann ich hier auch klettern? Nee, ne? Hier wird nicht geklettert. Wir können noch nicht aus der Stadt. Wie sollen wir bitte einen unbekannten Feind besiegen?
Ja, ne, der Opa gefällt auf jeden Fall den Leuten im Chat ganz gut. Ich finde auch, die Dialoge mit dem Opa sind Gold wert. Das ist also das Archiv. Fang auf! Was ist das? Und wer bist du? Ich bin die Archivarin. Orden meinte, du wärst clever. Weißt du nicht, was ein Buch ist? Nein, ich weiß, was ein Buch ist. Siehst nicht aus wie eine Archivarin. Und du siehst nicht aus wie eine Heldin. Vielleicht, weil ich keine bin. Ich mag die Archivarin jetzt schon. Früher. Ah, so siehst du aus. Hab Waffen für die Frau gefertigt, die unsere Stadt überfiel. Sie und ich standen uns nah. Sie vertraute mir. Und ich vertraute ihr. Sorry. Sei es drum, waren andere Zeiten. Sie war eine andere. Und ich auch. Was zum... Hopp, hopp! Kann es sein, dass in dieser Stadt alle komplett plemplem sind? Okay, wie wird man von einer Schmiedin zu einer Bibliothekarin? Archivarin. Und eine kluge Frau weiß, sich den Bedürfnissen der Gesellschaft anzupassen. Fang auf! Was ist das? Na, ein Lageplan von Zeilers Burg. Wer bist du, die gute Fee oder was? Ich heiße Johidi. Und du legst dich also mit Zeiler an, hä? Huh? Mein Name ist Frey. Und es klingt, als würdest du mir das nicht zutrauen. Tanta Zeiler ist die stärkste und die furchtbarste aller Tantas. Sie befehligte die Armee. Sie zerquetschte die Schwachen auch ohne die Waffen, die ich für sie fertigte. Zerquetschte sie mit ihren bloßen Händen. Vielleicht überlege ich mir die Sache nochmal. Ach, diese alte Krähe will sich doch nur wichtig machen. Du würdest uns einen großen Dienst erweisen, wenn du sie tötest. Denn ohne Tanta Sila könnte die Verderbnis im Reich nicht fortschreiten. Aber nein. Ich glaube nicht, dass dir das gelingt. Ach, bevor du gehst, solltest du dich auf jeden Fall über die Tanta schlau machen. Das Archiv ist voller Bücher über sie. Sie ist definitiv nicht die gute Fee. Die wird uns hoffentlich auch noch neue Waffen schmieden, glaube ich. Die wird noch zu einer guten Unterstützung, glaube ich. So, jetzt kann ich natürlich hier die nächste Stunde alle möglichen Bücher lesen. Aber vom Bücherlesen wird das Wesen nicht genesen. Wir müssen nämlich, wie immer, mächtig Keile verteilen. Ich mach das einmal alles weg. Denn am Ende gibt's immer nur eins aufs Maul. Das ist sicher. Das ist die eine Sache, die sicher ist. Sie herrschten also in Erthia. Und sie waren irgendwann mal beliebt. Ja, aus heutiger Sicht kaum zu glauben. Du suchst Bücher? Wirklich? Es tut mir leid, nur heutzutage interessiert sich in Sipol niemand mehr für Bücher. Das ist wahr. Ich kann die, wie gesagt, jetzt nicht alle lesen, aber wir nehmen sie mit. Wie sie behandelt wurden, ist echt krass abgefuckt. Das sehen die meisten bestimmt ähnlich. Mal sehen. Bericht zur Wunderforschung. Er scheint detailliert zu analysieren, wieso genau die Magie der Tantas so mächtig ist. Nimm die Herausforderung an und dann kann ich einen Zauber aufwerten, okay. Besiege Gegner, die für Freys Magie anfällig sind. Das klingt doch so, als wäre es einfach, oder? Wenn man mal ehrlich ist. Ich frage mich, ob du nicht etwas daraus lernen könntest. Vielleicht ein paar Tipps und Tricks für deine eigene Magie? Ja, vielleicht. Das wäre gar nicht übel.
Wie ist so der Ersteindruck nach ein paar Stündchen? Also ich war, um es kurz zusammenzufassen, erstmal positiv überrascht, dass es richtig dichte, richtig viel Story auch gibt und eine Menge Figuren, Charaktere, die Stadt wird etabliert. Es gibt auf jeden Fall viel sich anzugucken, eine Menge Dialoge und Zwischensequenzen. Und die Kämpfe gehen flüssig von der Hand. Man hat auch durchaus das Gefühl, dass man da genug machen kann, um Abwechslung zu erzeugen. Was geht eigentlich mit denen? Diese Frage hat sich vermutlich so mancher frühere Untertan schon gestellt. Okay, die Tantas haben das also alles kreiert. Und das meine ich, man kommt so Stück für Stück dieser seltsamen Welt immer mehr auf die Spuren. Aber ich hätte jetzt gern mal wieder ein paar Kämpfe, Bossgegner, solche Geschichten. Botschaften von der allerersten Tanta. Interessant. Also, ich würde zu ein, zwei Relikten nicht nein sagen. Mehr über die Tantas rauszufinden, kann nicht schaden. Halten wir die Augen offen. Kann man den Umhang also auch ablegen? Man kann die Klamotten wechseln. Die Kräfte, mit denen sie Ethia beschützt haben. Und das Volk hat sie dafür geliebt. Angebetet sogar. Aber dann ist irgendwas passiert. Anstatt die Leute weiter zu beschützen, haben sie angefangen, sie zu quälen. Und dann ist der Bruch erschienen. Eine präzise Zusammenfassung. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Wieso sind sie auf einmal so ausgetickt? Und warum macht die Trulla die ganze Zeit den Teppich sauber? Dann schlage ich vor, aufzubrechen. Da ist doch alles in Ordnung. Du kannst doch einfach... Chill mal, lies mal ein Buch. Da wienert die um ihr Leben. Okay, geil. Jetzt wird wieder gekämpft, glaube ich. Was kann man noch sagen? Die Grafik ist anständig, solide kann man sagen. Ich kann natürlich auch höher drehen mit der Qualität, aber ihr wisst ja mittlerweile, dass dann auch die Bildrate in die Knie geht. Ich will aber 60 Frames, deswegen spiele ich im Bildraten-Modus. Insgesamt gibt es aber drei verschiedene Modi, die man auswählen kann. Ich denke, da wird dann für jeden was dabei sein. Würdest du dich bitte beeilen, wenn du hier noch nicht fertig bist? In der Unterstadt ist es irgendwie, weiß nicht, fröhlicher. Wenn das Essen knapp ist und das Leben absehbar kurz, dann ist man eben dankbar für jeden Moment. Die Leute sind also glücklich, weil sie sich's nicht leisten können, traurig zu sein? Wo ist das Puploch? Schau mal da, sie hat wohl Wachdienst. Das oder sie ist nach all den Geschehnissen noch im Schockstarre. Sie haben echt einen ziemlich feinen Sinn für Gefahren, was? Ihr könnt ja übrigens, wenn ihr mit der Optik Fragen habt, oder zur Optik, könnt ihr die Demo ja selbst mal runterladen. Und dann kriegt ihr ganz guten Eindruck, was man einstellen, umstellen kann. Mein Freund sagt, dass du ein komisches Leuchteding in der Tasche trägst. Ein Oh, du meinst das? Oh, was ist das? Das nennt man ein Handy. Wie sage ich das? Damit kann man mit Leuten reden, die weit weg sind. Oder Bilder von dem machen, was man sieht. Wow! Dann heißt das, du kannst damit Bilder machen? Außerhalb von Sipol? Ja, schätze schon. Ich kenne das Umland bisher nur aus Büchern. Könntest du uns Bilder bringen? Klar, kann ich machen. Aber erwartet nicht zu viel, okay? Ich bin keine Profi-Fotografin. Ich weiß nicht, was das ist, aber danke. Ich freue mich so. Okay, vielleicht kein wertloser Schrott. Ich hab's nicht so mit Kameras, ehrlich gesagt. Ich bin mir sicher, sie werden sich freuen, egal was du ihnen zeigst. Sie haben ja sonst nicht viel im Leben.
Vielleicht sollten wir von Zeit zu Zeit vorbeischauen, um sie ein wenig aufzumuntern. Du hast recht. Das wäre kein Aufwand, aber es würde ihnen viel bedeuten. Okay. Endlich mal ein sinnvoller Grund, um Fotos zu machen in dem Spiel, finde ich. Dass die Alte stirbt. Weit weg, sag ich mal. Okay, das sind offensichtlich die Locations, an denen man sich entlanghangeln muss. Dann gehen wir doch erstmal hier zu dieser Verderbnis. Weit genug weg ist es ja. Jetzt seht ihr aber hier auch mal, wie groß die Areale sind. Hier ist das Ende der Karte. Hier geht's auf jeden Fall noch eine Weile weiter. Hier geht's runter, runter, runter. Okay, links wiederum. Also gerade nach links, im Westen ist einiges. Also wir sind ja in der Mitte und in alle Himmelsrichtungen sind... Ups. Unser erstes Ziel sollte die Festung sein. Von da ist die Burg nicht weit. Du bist wirklich allwissend, oder? Nein, ich habe lediglich die Karte studiert. Ja, aber Moment, jetzt sagt er mir ja, ich soll in die Festung. Das ist die Burg. Das ist die Burg. Quelle, Fort, Renost. Keine Ahnung, wir gehen da mal hin. Ah, da war ich schon zu sehr... im Dauerrennmodus, aber man muss hier und da auch nochmal was machen. Ja, geht's unter den Wolken irgendwie weiter? Irgendwo da unten gibt es festen Boden. Hochgezogen. Ich kann es haben. Uns bleibt wohl kaum was anderes übrig. Dann mache ich doch gleich mal ein Foto hier vorne. Für die Kids. Alles für die Kids. Mann, ich wette, den Stadtkind ab durch die Linse. Oh, hochkant. Die macht mich fertig. Toll, die olle Kerze. Da haben die voll Bock drauf. Mann, welchen Zoom? Warum soll ich das überhaupt nochmal machen? Ich habe doch ein tolles Foto gemacht. Das wird genial so. So, kannst du eigentlich hier fotografieren und sagen, es wäre Hamburg. Was ist denn das? Ja, Hamburg und London. Aufnahmeobjekt finden. Jetzt muss man halt nur noch verstehen, was sie mir da zeigen wollen. Dafür, dass du keine Profifotografin bist, bist du aber ganz schön kritisch, was die Fotos angeht. Oh, schnell einmal alles einsacken. Daraus kann ich echt krassen Shit machen.
Willst du etwas herstellen? Ja, alles. Aufwerten, aufwerten, aufwerten. Hammer, 36. Nicht schlecht. Ja. Ist schön gemacht, also fühlt sich sehr einfach, eingängig an und man hat nie das Gefühl, dass es jetzt komplizierter ist, als es sein muss. Texte natürlich auch wieder interessant, aber wir schenken uns das aus Zeitgründen. Hui! Ray, bleib bei mir! Verdammt! Oh, sie kann sogar Sturzschaden bekommen, okay. Habe ich nicht mit gerechnet, aber ich nehme es in Kauf. Weil die sind ja anfällig für meine Magie, glaube ich zumindest. Diese Magie fordert mir Abschlag. Und dadurch habe ich diese eine Geschichte, die ich da aktiviert habe, bald erfüllt. Mann, ihr seid aber auch viele, ne? Richtig viele. Kann man sich nicht beschweren, muss ich sagen. Also viel fein, viel eher. Also hier brauche ich auf jeden Fall so einen richtig krassen Special oder so. Irgendwas Krasses, was wirklich was ausmacht. Das werde ich ja hier nie, werde ich die alle besiegen können. Aber man kann hier ganz gut Punkte klar machen, glaube ich. Aber hier würde ich nochmal hin, sobald ich mal ein bisschen stärker bin. Also die Menge an Gegnern sagt mir schon zu. Ist eigentlich ganz geil gemacht. Aber das ist zu viel. Bin ich in einer halben Stunde noch hier. Erstmal stärker werden. Das soll ein Kompliment sein. Mir kalt den Buckel runter. Ja, warum sind die Häuser so unheimlich? Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt schon wieder was gelernt. Es gibt irgendwo diese extremen Verderbnis-Ecken, wo man besser nicht so lange ist. Ich fühle mich ein bisschen an Tiberium erinnert. Nein, den mache ich alle. Okay, der ist immun gegen meine Ranken. Ich wünschte, ich hätte mit dem nicht angefangen zu kämpfen, weil der ist echt noch zu stark. Da, wenn er seinen Angriff macht, muss ich eigentlich auf den Bauch schießen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Was? Ich habe doch Energie aufgeladen eben noch. Der Mylodon. Ja, okay. Hat nicht ganz hingehauen. Danke Faked Cat und auch Centipede für eure Abos. Bin ich jetzt wieder... Oh, das ist ja ärgerlich. Okay, gut. Jetzt wissen wir also, was wir in Zukunft meiden, welche Kämpfe wir uns sparen.
Aber ich muss eindeutig stärker werden. Ich bin nicht stark genug. Ja, kontern muss man noch echt ein bisschen mehr lernen. Für Erfahrungspunkte mache ich alles. Ah, da ist wieder derselbe, ne? Nee, der hat mich eben schon ganz gut zerlegt. Ich glaube, ich könnte es schaffen, aber letztendlich... dauert es vielleicht einfach zu lange und ich bin einfach noch nicht bereit dafür. Erstmal noch mal ein paar Upgrades und ein Foto machen. Vielleicht kann ich ja sogar aufleveln. Könnten wir ein gutes Foto für die Kiddies machen? Ab durch die Linse... Habe ich denn hier Möglichkeiten zum Leveln? Nee, Moment, kann ich das? Ach, das kann ich hier wahrscheinlich. Wo kann ich das? Hier nicht. Welt, Tutorial, Stadt. Ach so, natürlich. Habe ich vielleicht neue Geschichten? Ach nee, ich habe die ja schon benutzt. Okay. Habe ich den nicht jetzt eigentlich erreicht hier? Da unten, den? Den. Ich dachte, das war der Deal, dass ich da 10... Na gut, vielleicht habe ich den noch nicht erwischt. Das hole ich mir. Eine Ranke peitscht in der Umgebung herum. Den kann ich haben. Mit Samen beschießen, den Gegner. Eine magische Falle. Okay. Nice. Annehmbar. Wie kann ich die Zauber denn aktivieren? Schnell! Mach auf! Nimm mit! Shit, Fehler, Fehler! Ich hätte einfach nicht hochgehen sollen. Runter, meine ich. Ja, renn! Wie kommen wir da jetzt weiter? Ja,
nehme ich mal mit. Direkt den Bewohnern das einzige geklaut, was hier noch wächst. Na gut, die brauchen es nicht mehr. Das einzige, was hier wächst, ist Schimmel. Die waren ganz schön stark dafür, dass das so kleine Dödel waren, die einfach nur hier in der Höhle rumlurchen. Aha. Ja, es ist Open World. Es sind Open World Blasen, in denen man sich immer bewegen kann. Die sind aber relativ groß. Hey, Ralf. Sag mal, was soll denn so besonders sein an deinem New York? Central Park im Herbst. Oh, und Knisch. Kewas? Ach, wundervoll warme Kartoffelkissen. Jetzt wissen wir endlich, was das ist. Vergesse ich ein paar Minuten lang einfach all meine Probleme. Das Knisch. Ist sehr lebhaft geschildert. So, das ist alles, worüber ich reden wollte. Knisch. Oh Mann, ich wette, den Stadtkindern würde das gefallen. Das wird genial so. Ein gutes Foto. Fertig. Das muss reichen. Ich will irgendwie alle einsammeln, da bin ich ein bisschen süchtig nach, weil die auch immer so verteilt rumliegen, dass man eigentlich immer direkt, wenn man einen hat, findet man direkt den nächsten. Überall ist geiler Shit, den ich einfach so mitnehme. Sehr gerne. Dann baue ich noch ein bisschen was. Just Stevie. Danke. Was ist auch wieder da. Machen? Wir machen gar nicht mehr so lange. Eine halbe Stunde machen wir noch. Und dann spiele ich, glaube ich, nochmal eine Runde Phobia. Das habe ich für heute eigentlich eingeplant. Und da versuche ich mich dran zu halten. Aber erstmal will ich doch noch mal ein bisschen kurz ein Stück weiterkommen. Es ist schon recht groß, die Welt.
Ach komm, die paar Punkte. Hab dich mal nicht so. Ich kann doch bestimmt immer noch herstellen. Ach nee, haben wir probiert. Auf jeden Fall gleich mal die ganzen Fähigkeiten auch versuchen einzusetzen im Kampf. Habe ich also zumindest die Falle und so, habe ich noch nicht ganz verstanden, wie man die, wie soll ich die hier auswählen? Muss ich die vielleicht mit der Zauberliste irgendwie, ne? Hier zum Beispiel. Da. Ne, hier. Beschießt die Gegner mit Samen, die über einen kurzen Zeitraum hinweg weiter Schaden verursachen. Platziert an einem Ort deiner Wahl eine magische Falle, die explodiert und Flächenschaden verursacht. Ja. Gedrückt halten. Ach nee, will ich gar nicht. Ich will die nicht recyceln. Und auch das, die Feuerranke hätte ich auch gerne. Die Efeuranke. Man will alles einsammeln, aber ich kann nicht die ganze Zeit nur aufleveln. Ich muss auch irgendwas damit machen. Etwas gefunden. Ich muss ja vor allen Dingen eigentlich hier hin, ne? Nicht so einfach den Umweg. Oh, neue Magie ist verfügbar. 52, okay. Lässt magische Pflanzen aus deinem Innern hervorsprießen, die Gifte neutralisieren. Lieber mal hier was von den anderen. Klumpen exklusiver. Ja, das ist doch genau das. Die Klumpen müssen einfach ein bisschen stärker sein. Ich spüre Feinde in der Nähe. Sei auf der Hut. Ja, ja. Augen auf. Schon kapiert. Okay, alle Infos vom Turm sammeln. Sollte man schon machen. Sie ist zu schnell, um normale Treppen hochzulaufen. Bisschen schon. Oh, das kann ich nicht. Okay. Alles klar. Diese Magie erfordert mir Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Ein weiterer Zettel. Okay, es gibt also wirklich eine Menge Kram, Menge Nebenquests. Die Welt ist voller Gefahren. Und man kann sich selbst überlegen, wo man es für notwendig erachtet. Aber wir sind ja eigentlich auf einem Rachefeldzug. Wir haben keine Zeit für Kleinigkeiten. Wenn ihr mir was Gutes versprecht vielleicht, irgendeinen ordentlichen Zauber oder so, irgendwas Nices. Der Freundlosen. Klappe. So. Da runter wollte ich. Da lang. Und dann da raus. So, wir haben ja immer noch eine Aufgabe. Ganz schön weiter Weg. Also wirklich. Ha,
Alter, guck mal, eine Festung. Eine gute Gelegenheit, uns Rumpusbin spielen zu lassen. Hab ich gesagt, das wäre ein Gen? Das Problem mit den Festungen ist, ich kenne die schon aus der Demo und da ist dann so eine längere Beschützermission. Die ist auch cool, aber das ist trotzdem nicht die Hauptstory-Mission und ich würde gerne nochmal, bevor wir aufhören, was ist das? Ein bisschen was in die Richtung machen. Blick. Was zur Hölle soll das? Ich bin nicht ganz sicher. Sei vorsichtig. Au, jetzt bin ich doch da. Okay, ja gut, okay. Jetzt ist doch genau das, wo ich gerade meinte. Starte ich jetzt hier. Und dafür kriege ich dann irgendwas. Wahrscheinlich hier so ein... Ich habe ja auch noch die Möglichkeit, Schmuck anzulegen, der dann auch wieder irgendwas okay, bringt. Packen wir es einfach an. Wozu sich den Kopf zerbrechen, Schimpf? Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Hasta la vista, Baby. So. Gleich auf den Weg. Ja, da hätte ich schon vorher mal kommen können. Mir Abstand. Das habe ich mir fast schon gedacht. Ich glaube, das waren alle. Sieht so aus. Gute Arbeit. Wie viele sind das denn? Genug für eine Party. Schwing dir das Tanzbein! Voll auf die 12! Das hat gesessen! Das lief gut. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Gehibbel. Gehibbel ist auch ein tolles Wort. Mach dich auf was gefasst. Gute Nacht. Diesmal habe ich mich echt voll reingehängt. Ja, eine annehmbare Leistung. Wow, du weißt, wie man Leute motiviert. Nicht schlecht! Das ist eine Chance! Jetzt bist du dran! Bist du bereit? Also das macht schon Bock, die so... wie so kleine Püppchen, wie so wirklich Schaufensterpuppen durch die Gegend zu schießen. Immer mit dem aufgeladenen Schuss dann. Aber das wird sicher nicht immer funktionieren, nur bei denen. Und es sind halt sehr kleine Gegner. Nur ein bisschen. Keep 'em coming. So, die ganze... Nein, nicht neu. Nein. Ja? Nein. Ah, scheiße. Kann man doch sicher abbrechen, oder? Mission aufgeben. Okay, los geht's. Okay, hier wird gleich hingegangen. Alter, guck mal, eine Festung. Haben wir doch eben eine gute Gelegenheit, unsere Muskeln spielen zu lassen. Habe ich gesagt, das wäre ein Gen. Das sieht doch wichtiger aus als so eine olle Festung. Wow, ziemlich beeindruckend. Mein Interesse? Moin Norbus! Norbus Neo Geo. Schön, dich zu sehen. Okay. Gänsehaut. Sei auf der Hut. Vor uns lauern Monster.
wahre Monster sind doch wir. Die sind hier mit uns eingesperrt. Sehr herzlich, aber nicht schlecht. So, jetzt werde ich sie alle mal versuchen zu fesseln. Aber erst die beiden hier. Na, zu spät. Okay. Da, euch alle. Und jetzt. Ich ärgere. Die Qual der Wahl. Wann ist eine neue Folge deines Podcasts in Planung? Ja, tut mir leid, ich habe diesen Monat noch kein Spiel gefunden, wo ich drüber berichten wollte. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich über GTA 4 jetzt wirklich eine Folge machen soll, weil ich meine, das kennt ja wirklich jeder. Andererseits, was hätte ich da schon Neues erzählen können? Hab mich dann entschieden, es erstmal nicht zu machen. Ja, also bisher habe ich nichts gefunden, worüber ich gerne in dem Podcast reden würde. Nichts Neues. Es ist einfach, im Januar ist immer ein bisschen karg. Sag, Shit. Das scheint ein Schloss zu sein. Nein, Schlösser. Aber es ist natürlich sehr einfach. Keine Herausforderung. Ein Schloss im Schloss. Was haben wir hier? Du kannst die Tür auch einfach nur aufmachen. Ist nicht nötig. Niemand sieht dich. Na gut, wenn ich es könnte, würde ich es auch machen. Vielleicht können wir an ihnen vorbeischleichen. Nein! Die Zeit des Schleichens ist längst vorbei. Also das Geile an dem Schuss ist natürlich, dass der mega reinhaut. Ihr seht ja, was es alle umwirft. Leider kann ich die alle gar nicht so schnell killen, wie sie umfallen. Aber hier sieht man ganz gut, was da alles an Massen von Gegnern auf einen noch kommen. Irgendwann wird sich Schwarzenegger das alles mal einklagen, die ganzen Sprüche. So, oh, da hätte ich aufpassen müssen. So, jetzt mache ich wieder mal was ganz Cooles, glaube ich. Kabems! Es ist so nice. Das ist jetzt hier die Magie Gatling Gun und die hört dann auf und dann kann ich nochmal so einen Schuss machen. Also ich kann das nicht die ganze Zeit laufen lassen, sondern muss da so ein bisschen, ja, mich timingmäßig abstimmen. Aber man kommt langsam dran, man kommt dazu, man rafft es langsam. Problem ist nur, dass ich halt wirklich im Moment noch nicht viel mehr habe als diese zwei Sachen. Okay, ich könnte den Schildschutz ja auch nochmal ein bisschen benutzen. Das ist eher so ein Nahkampfangriff, denke ich. Ach, und wieso nicht? So, nicht was machst du denn hier? Ah, okay, das sind dieselben. Also. Wie gefällt dir das? Gute Nacht. Also so ein Nahkampfangriff ist wirklich ganz gut. Ist ja logisch, wenn die gefangen sind, kann man da. Aber es sind halt zu viele hier, um nur sich um einen zu kümmern. Gleich gibt's auf die Maus. Hast du gesehen, ja, wie viele Viecher wir vermöbelt haben? Vermöbelt. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Verputzen, vermöbelt. Hier kommen die 80er, 90er Redewendungen endlich wieder mal zum Tragen. Cool. Kann man immer brauchen. Ich feiere das. Aber woher sie das kennt, kann man sich schon fragen. Ist ja überhaupt nicht ihre Generation. Sie müsste ja Sachen sagen wie: Schieß, das ist mir aber sus, Digga. Oder so. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, klickt mal auf den Link in meinem Chat.
Das würde mir sehr helfen. Ein Lager aufschlagen. Okay, kann ich also auch irgendwo einfach Wege lagern. Nee. Oder? Nee. Weil ich nicht weiß, vielleicht gibt es hier auch nichts. Oh, Endboss-Time. Mach jetzt bloß keine Mätzchen. Dieser Kampf wird nicht einfach. Ich schaff das. Mach dich auf was gefasst. Oh ja. Alle sind sie immun gegen meine Ranken. Hat er große Pranken, brauchst du keine Ranken. Ah, so stark ist er nicht, ne? Ich werde auch die ganze Zeit getroffen. Scheiße, gerade schon wieder. Wie dumm, ey. Hoffentlich habe ich vorne gespeichert irgendwie. Nee, geht ja gar nicht, ne? Shit. Den werde ich noch schaffen. Guter Checkpoint an der Stelle. Okay, jetzt muss ich gerade mal gucken. Klicken wir mal alles weg. Kann ich den Dicken bitte wegklicken? Und der heißt auch noch Kleiner. Ich schaff das. Das ist es. Das Falsche. Gerade nochmal gucken, wie kann man besser entkommen. So renne ich. Und dann im richtigen Moment L oder R. Was problematisch ist, weil man ja eh die ganze Zeit L und R drückt. Also was man hier auf jeden Fall macht, ist eine Menge R2 drücken. Einfach dadurch, dass man es zum Ausweichen braucht und zum Ballern, ist man eigentlich die ganze Zeit am Dauerprasseln. Jetzt kommt's. Oh, das hat gar nicht so viel gebracht, wie ich hoffte. Gewonnen hast. Ich wäre gern beleidigt, aber ich bin selber überrascht. Also so manches Mal sind die Sachen schon irgendwie auch unterhaltsam und lustig. Also es ist nicht komplett verkehrt, diese ganzen Unterhaltungen. Ich weiß, das Geschwätz ist nicht für jeden. Manche haben lieber gar kein Gerede und dafür halt so eine Atmo, aber das ist ja hier Kernelement des Spiels, dass man mit dem Reifi die ganze Zeit redet. Wenn wir eines wissen von Marcel Reif, ist, dass er nie die Klappe hält. Was ist das? Das ist sehr weird. Und offenbar kaputt ist. Das erinnert mich total an Control. Das ist doch offensichtlich irgendein Sci-Fi-Kram. An all jene, die Atia dienen wollen. Susurrus ließ Feuer und Asche vom Himmel regnen. Das bloße Geräusch der Schwingen dieser Kreatur erfüllte unsere Herzen mit blankem Schrecken. Atia litt. Atia brannte. Sag mal, erinnert dich dieser Dämon nicht auch an unseren alten Freund? Den Drachen meinst du? Ja, das tut er. Wird noch was anderes gespielt? Ja, wir spielen gleich noch Phobia weiter. Sehr gut, einen neuen Umhang. Jetzt habe ich aber den alten schon aufgelevelt. Den hänge ich in den Schrank zu den anderen. Okay, das war jetzt so ein verschlossenes Labyrinth mit am Ende, wie auch das Symbol gezeigt hat, der Belohnung eines Umhangs.
ist ganz cool, dass man vorher gezeigt bekommt, ob es sich lohnt. Für einen selbst, so kann man dann entscheiden. So. Das ist jetzt aber nicht die Brücke aus der Demo. Das ist eine größere Brücke in der Demo. Ich bin zu schnell, um mir einfach alles mitzunehmen. Das einfach im Stich gelassen. Sicher eine schwere Entscheidung, aber notwendig. Wie ist das Spiel im Vergleich zur Demo? Also ich finde wirklich, dass die Demo nicht ganz das zeigt, was das Spiel ausmacht. Das sind nämlich wirklich zum Teil, zum Großteil ist es halt auch das Worldbuilding, sind es die Story-Elemente, die Städte, in denen man sich bewegen kann oder eher die Stadt und die Charaktere, mit denen man da interagieren kann. Das ist schon ein recht großer Teil des Spiels. Und der ist natürlich in der Demo komplett fehlend. Dafür hat man da einen ganz guten Einblick ins Kampfsystem und in die Möglichkeiten, wenn man alle drei Elemente ausgebaut hat. Was man da so alles, also vielleicht gibt es auch noch mehr als drei, aber was man da so eben alles machen kann. Es gibt ja, glaube ich, drei Hexen, oder? Also Tantas. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch drei oder vier so magische Farben gibt, die man nutzen kann. Irgend sowas in der Art könnte schon passen. Okay, wie komme ich da hin? Okay, ich will das haben. Nee, nee. Auf gar keinen Fall laufe ich einfach nur lang. Ich will aufleveln. Und hier auch nochmal schnell. So, hier einmal einsammeln. Was meinst du? Machen wir ein paar Fieslinge platt? Hier ist wohl noch ein bisschen Blut vergießen. Was ist das? Was ist was? Dieser alte Abfall? Ha! Kommst du damit zurecht? Blut vergießen, das gefällt mir. So, klauen kann sie wirklich verdammt gut. Also muss man ihr lassen, das macht sie sehr gut und sehr schnell und geschickt. Wir sind immer noch nicht mal annähernd an der Stelle angekommen, ne, wo wir eigentlich hin wollten. Das ist wirklich eine riesige Map. Muss man jetzt echt mal neidlos anerkennen. Oder ich laufe die ganze Zeit im Kreis, aber... Oh, ich bin tatsächlich im Kreis gelaufen. Ja klar, weil ich hier natürlich, ne, weil ich an der Brücke dann wieder links bin. Das ist ja lustig und dumm. Aber auch lustig, aber auch dumm. Was haben wir hier noch zum Leveln, Verändern, Bruchsplitter, Verwandeln, Aufladen, größere Abwehrschild, ja. Und ich glaube, das noch. So, noch ein paar Minuten. Einmal noch mal kurz gucken, was hier hinter dem nächsten Hügel kommt. Mir gefallen diese Farben im Himmel. Irgendwie ist das eine coole Geschichte. Frey, wärst du so nett und würdest dir den Turm genauer ansehen? Klar. Ich denke, von dort können wir uns einen guten Überblick verschaffen. Du willst doch nicht, dass ich darauf steige. Warum nicht? Ah, hier sieht man ganz gut, welche Größe die Open-World-Blasen haben, in denen man sich da befindet. Ist auf jeden Fall gut für die Übersicht. So, einmal renne ich noch den Berg hoch. Ihre Schergen werden mich sicher bald erbarmungslos jagen. Du meinst diese irren Soldaten? Ganz genau die. Lass dich nicht umbringen, ja. Ich gebe mein Bestes. Ja, danke für den Tipp. Das ist mein Turm. Wollen wir? Bestimmt gibt es darin einen Schatz zu finden. Ja, und fiese Monster. Hast du da echt Bock drauf?
Dann nimm dir einfach mal kiloweise Gestein mit. Noch so ein Turm. Ein Verderbnisturm. Da komme ich gar nicht hin, da habe ich nicht das richtige Siegel. Okay, dann gehen wir jetzt wirklich nochmal zu dem Ziel und gucken uns da nochmal die erste Sequenz an, die wahrscheinlich am Ende auch wieder kommen wird. Hast du Phobia schon angespielt? Ich bin sogar schon relativ weit. Ich glaube, so 8 Stunden habe ich von 12. Wahn ist wie ein Fingerabdruck. So einzigartig wie der Verstand, der ihn hervorbringt, ist auch der. Aber ihr könnt trotzdem gerne dabei zugucken, weil es nicht so ist, als ob man da nichts versteht, wenn man jetzt dann gleich mitschaut. Oh Mann, ich würde die so gerne alle niedermachen. Einfach nur so. Ich baller ein bisschen auf euch drauf, weil ich es kann. Es ist verlockend, ne? So eine Menge an Gegnern, da will man eigentlich rein und will hier mal seine Specials zünden. Ich glaube, das macht auch Spaß, das alles zu testen, sollte man es irgendwann mal ganz nach oben geschafft haben, magietechnisch. Und dann kann man es hier an den Zombies der unschuldigen Dorfbewohner, die vorher ein ganz friedliches Leben geführt haben und es vielleicht immer noch führen, aber uns ist egal, wir testen unsere Waffen an ihnen. Oh, da habe ich abgewehrt, damit wir das auch mal sehen. Abgewehrt ganz ohne Schwert. Ist nie verkehrt. Ich höre ja auf. Es tut mir leid. Nach 3-4 Stunden im Stream fange ich immer unkontrolliertes Reimen an. Ich muss aufhören. Aber es macht so Spaß, in die Menge zu ballern. Geronimo! Okay, komm. Das ist so ein bisschen wie Dead Rising. Du kannst einfach so viel metzeln. Bakuratax sagt, ich finde, es sieht wirklich ganz gut aus. Also ich finde auch, es ist deutlich besser als die Demo. Und am Ende muss wahrscheinlich jeder selbst entscheiden, ob das Genre ihm liegt, ob die Hauptfigur ihm liegt, ob das Gerede ihm liegt. Denn das sind ja dann doch die wichtigen, entscheidenden Elemente, die es von anderen Spielen derselben Machart trennen. Der Armreif redet viel, sie ist natürlich auch ein bisschen special care, weil sie halt natürlich schon edgy ist, ne? Edgy, ein bisschen schnippisch. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch dazu gemacht wurde, dass sie auftauen kann im Laufe des Spiels. Wenn das mal nichts Schlimmes wird. Sieht ganz danach aus. Soll ich da rein? Wow! Was zum... Ich schwebe. Vermutlich hängt das mit der starken Konzentration des Bruchs hier zusammen. Na sowas. Hier ist das so crazy. Ja, ungemein vergnüglich, da bin ich mir sicher. Können wir jetzt weitergehen? Ah... Kann ich unter Wasser atmen? Je intensiver der Bruch wird, desto weniger greifen die Gesetze der normalen Welt. Alter, mich überrascht bald gar nichts mehr. Das ist doch auch interessant zu sehen, oder? Dass man unter Wasser sogar am Ende kämpft. Geht leider nicht, die Kiste. Ja,
Nein, 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 nein. Hier sind wir endlich. Was eine Tour. Ist das also die Festung? Haben wohl an der Instandhaltung gespart. Der Zahn der Zeit hat das Seine getan. Aber dies sind die Auswirkungen des Bruchs. Ab durch die Linse. Okay, okay. Aus irgendeinem Grund muss ich hier noch ranzoomen. Ach, rauszoomen. Und das ist eine Riesenmauer, einfach so. Viel spannender, weil die seht ihr ja den ganzen Tag, als vielleicht das hinter euch. Warum fotografiert sie die Mauer? Die Kinder werden sich denken, sag mal, Trulla, Mauer haben wir hier jeden Tag. Okay, letzte Aktion. Die Stille gefällt mir aber gar nicht. Ich finde sie friedlich. Würdest du lieber gegen Bruchbestien kämpfen? Nein, aber also in Horrorfilmen. Wenn's da ruhig wird, dann fängt die Kacke erst richtig an zu dampfen. Ach, war ja klar. Was habe ich diesem Drachen je getan? Der hat's echt auf mich abgesehen. Scheint so. Aber den Kampf solltest du vermeiden. Ja, yep, gute Idee. Ich bin gespannt, was dieser Drache noch... Also ob das jetzt aber nur ein Endboss ist, der immer wieder mal gezeigt wird, oder ob das noch eine größere Bewandtnis hat, das könnte ja auch irgendein verwunschener Charakter sein. So wie Bob, den wir ja auch für tot gehalten hatten. Oh Mann, okay, hier müssen wir jetzt wirklich Pause machen. Das Gebirge ist ziemlich unwegsam. Du solltest ins Tal hinuntergehen und dort weiter. Ja, okay, ins Tal gehen wir noch rein. Du hast die Karte studiert. Ja, im Gegensatz zu dir. Dafür habe ich die Schwarte studiert, die Schweineschwarte. Weil ich nämlich hier was gegessen habe. Krassen Shit machen. Aus allem Essen kann man krassen Shit machen. Was wollte ich nochmal machen? Aufwerten. Alles muss man dir sagen. Ich liebe das. Ich mag das sehr. Dieses Gefühl, da immer noch mehr reinzuhauen, 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 reinzuhauen. Immer mehr. Jetzt wird nochmal kurz gespeichert, damit ich das auch hier wieder an der Stelle habe. Und dann gehe ich nur noch einmal ganz kurz. Gehe ich nochmal über den Hügel. Was zum Henker, da ist man mal 5 Stunden weg und du bist im Mittelalter? Ja, so ist, kann das schnell passieren hier bei Monofficial. Bist du dir nie sicher, in welcher Zeitlinie du gelandet bist? Eins ist aber sicher, es ist die geilste aller Zeitlinien. Sonst wären wir ja nicht hier. Was ich übrigens mag, ist die Tatsache, dass man hier auch erstmal nur rumlaufen kann und die ganze Zeit diese Level-Up-Punkte einsammeln kann, um sich stärker zu basteln. Was ich irgendwie cool finde, weil es einem halt die Möglichkeit gibt, wenn man Probleme hat mit den Kämpfen, sich auf ganz normale Art durch Erforschen stärker zu machen. Und sowas finde ich immer ganz interessant, wenn man das kann. Bietet in gewisser Form ja auch Elden Ring. Zumindest kann man da eben ja sich Items holen und alles, die man sonst vielleicht erst später in späteren Arealen finden würde.
Mir hat ja mein Magierstab damals ganz enorm viel gebracht, den ich früh am Anfang schon bekommen habe. Also den guten, den ich direkt am Anfang bekommen habe. Der war bis zum Ende einer meiner Lieblingsstäbe. So, einmal, letzte Szene, letzte Zwischensequenz. Was auch immer kommt, es wird das letzte sein. Man weiß nie, welche Gefahren dort lauern. Erwarte das Unerwartete. Ja, danke fürs Aufmuntern. Okay, letzter Kampf. Komm, jetzt reicht's wirklich. Der Schutzschnurrbart. Oh, mehr, oh, mehrere von denen. Ach nee, das sind ja die... Sie hat ja nur die Form angenommen, ihrer Vasallen. Das ist ja nicht die Bossgegnerin von vorhin. Offenbar hat man uns schon erwartet. Ja, das ist der einzige Weg. Du weißt, was zu tun ist. Um ehrlich zu sein, nicht. Meine Waffen bringen ja nichts. Die Flügel, ne? Das war's. Hasta la vista, Baby. Das hilft nicht viel. So, ich hab doch das Schild auch verbessert für die Nahkämpfe. Alter, gar nix! Krass, okay. Ja, dann kann man sich sparen. Dann nehme ich den Sprengschuss noch. Ich weiß, ich muss die Flügel angreifen, aber es ist manchmal, hat sie sich dann schon auf eine Sache eingestimmt. Alter. Bist du bereit? Scheiße, hätte ich sie einfach mal gefinisht. Aber dadurch, dass ich weitergeballert habe, habe ich sie wieder aufgeweckt. Aus ihrem Schlümmerchen. Kleines Niki gemacht. Alter! Fuck! Ja, ja. Ja, ja, ich habe es jetzt verstanden. Mann! Komm jetzt! Bald nur noch einer ist, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Na endlich! Oh, nun zu dir! Dauert fast ein bisschen zu lang, der Kampf, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendwie noch zu schwach bin, um hier eigentlich hinzugehen. Ich habe mich ja einfach mal so in diese Richtung bewegt, aber vielleicht sollte ich hier noch ein bisschen aufleveln vorher, aber es klappt trotzdem.
Alter. Ja, haben wir ja schon. Die Analyse haben wir schon hinter uns. Das wird lustig. Ich hab doch weggedasht. Oh, was habe ich denn hier noch? Alter! Seht ihr das? Jetzt habe ich die ganze Zeit... habe ich die falschen Moves... also nicht die falschen, aber auf jeden Fall nicht alle benutzt. Ich habe ja hier auch schon jetzt die ganze Zeit was. Tretmine. Gut, dass wir das jetzt nochmal gesehen haben. Das wäre ja schade gewesen. Jetzt mache ich eine Tretmine hier hin. Dann mache ich das... ja, draufgelatscht. Jetzt mache ich noch Zehren, was auch immer das bedeutet. Also, jetzt wisst ihr es. Es gibt eine Menge Krimskrams, diese ganzen Magie-Varianten. Und dann gibt es hier halt auch noch sowas. Das kennen wir ja schon. Ranke, genau, machen wir die auch. Au, und dann machen wir die Saat und beschießen ihn mit unseren Samen. Ja, jetzt haben wir einmal alles genutzt. Da freue ich mich, dass die ganzen Upgrades doch noch was gebracht haben. Das wäre geschafft. Ja, sollen wir? Geil. Wow. Ab hier musst du extrem vorsichtig sein, Frey. Wir könnten aber auch außenrum. Okay, neue Gegner. Was sind das für Dinge? Vielleicht gehe ich an denen nochmal vorbei. Die sehen weder aus wie Tiere noch wie Menschen. Ich glaube, der Bruch selbst hat diese Lebensformen hervorgebracht. Als würden meine Albträume wahr werden. Überanstrenge dich nicht. Das Wichtigste ist jetzt ein Unterschlupf. Aha, eine Höhle. Okay, die Höhle holen wir noch. Da können wir wenig speichern. Nehme ich mal an. Total kacke. Zugegeben, das war eine etwas heikle Etappe. Heikel? Das war der letzte Scheiß. Ich lebe vielleicht auf der Straße in New York, alleine mit einer Katze. Aber ich wäre lieber dort, allein, als eine Minute länger hier zu bleiben in diesem Höllenloch. Du brauchst etwas Schlaf. Morgen wird alles viel besser. Ja klar, viel besser. Ach, kann man bestimmt richtig gut schlafen. Falls du es vergessen hast, morgen muss ich gegen eine Mega-Bitch in den Kampf ziehen. Du wolltest doch Zauberin sein. Da ist der Zauber schon verflogen. Hammer. Also, hier hören wir jetzt wirklich auf. Ich fand, das hatte schon sehr viel Gutes und es hat mich gegen Ende jetzt doch auch schon ganz schön irgendwie dazu bewogen, immer noch ein Stück weiter zu spielen, noch ein Stück weiter zu spielen. Ich habe jetzt quasi eine Dreiviertelstunde länger gespielt, als ich eigentlich vorhatte. Aber haben auch diese drei Kapitel jetzt abgehakt und sind im vierten nach, wo steht die Spielzeit? 3:38. Ja, 3 Stunden 40 im Spiel. Also an sich, wie ich finde, nicht verkehrt, das Spiel. Geht es dir besser? Ach, nicht wirklich. Ich hatte einen Albtraum und sogar der war 10-mal besser als das hier. Och, es ist doch ganz schön hier. Ja, ist nur dumm, dass ein hier alles umbringen will, Mann. Nein, ich meine nur, irgendwas ist immer. Bei all dem Aberwitz verbirgt sich eine gewisse Fragilität.
Zerstörung und Verderbnis sind ja selbst eine Art Schöpfungsakt in sich. Wow, du klingst wie ein Serienkiller. Was? Zerstörung und Verderbnis sind ja selbst eine Art Schöpfungsakt in sich. So höre ich mich nicht an. So hörst du dich total an. Oh nein, so hörst du dich total an. Na, wie du mir, so ich dir. Du bist behämmert. Er ist auch ein Armreich. Der wurde wahrscheinlich so geformt. Das erforderliche Feingefühl, um die Ästhetik des Chaos wertschätzen zu können. Klar, Hannibal. Wer? Oh, haha, ein Erdenwitz. Bingo. Okay, bevor wir in den sicheren Tod ziehen, gucken wir uns doch die Karte an, die Johidi uns geschenkt hat. Ach, wir sind sogar in 5 schon. Okay, hier hören wir jetzt aber wirklich auf. Schade, dass wir den Kindern die Fotos, die tollen Fotos nicht mehr zeigen können von der Mauer, die wir gemacht haben und von der Kirche. Das muss man manchmal reinziehen. Die leben in einer komplett aus Stein gebauten Stadt und alles, was sie sehen, sind Gebäude und Mauern. Und die bitten dich, was von der Welt da draußen zu fotografieren, und was du fotografierst, sind Gebäude und Mauern. Sie hasst Kinder. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, Fazit kann ich ganz haben. Das ist echt schwer. Weil ich habe jetzt, wie man sieht, ja wirklich gerade erst den Anfang gespielt. Was mir gefallen hat, kann ich gerne erzählen. Also, ich finde, die Story ist flüssig, die Grafik ist flüssig und bunt. Die Story ist wiederum sehr umfangreich und wird durch viele Dialoge weitergetrieben, viele Figuren, und ist auf jeden Fall größer und epischer, als ich es gedacht hätte. Das Worldbuilding gefällt mir. Mir gefällt auch im Kampf dieser schnelle Wechsel zwischen den, wie wir jetzt gesehen haben, extra, wie nennt man es, halt die bestimmten Zauber. Und dann noch gibt es ja, wie wir aus der Demo wissen, bestimmte Richtungen, Farben der Gewalt, die man auswählen kann, die dann nochmal für neue Zauber stehen. Also man hat nicht die ganze Zeit nur dieses Bum, 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 Bum oder das Schild oder den, ne, man hat schon noch ein bisschen mehr. Das hat mir alles gefallen. Ob das jetzt ein Spiel für euch ist, das müsst ihr wirklich selbst entscheiden, weil ich das nicht beurteilen kann. Ich finde, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir macht Looten und Leveln auch immer Bock. Bisher hat mich die Welt durchaus interessiert, und ich hätte jetzt, wenn ich das jetzt privat spielen würde, wahrscheinlich an der Stelle auch noch kurz weitergespielt, weil mich schon interessieren würde, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Es ist wahrscheinlich kein Spiel, was ich zu 100% ausreizen würde, einfach weil diese ganzen kleinen Extra-Aufgaben mich in anderen Spielen auch nicht so sehr interessieren, aber es ist besser, als ich es nach der Demo, die mich ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat, erwartet hätte. Und das ist ja auch schon was, ne? Der erste Eindruck, wenn der nicht so gut ist, und dann der zweite Eindruck aber alles wieder wettmacht, dann ist das eine gute Sache. Jetzt hören wir an dieser Stelle auf, und ich werde nun gleich mit euch noch eine Runde Phobia spielen. Phobia ist ein Horrorspiel im Stile von Resident Evil mit vielen Rätseln und vielen anderen dummen Sachen, die mich wahnsinnig machen. Und damit ich das aber machen kann, müssen wir nochmal umstellen technisch. Und deswegen gibt es für euch nochmal eine kurze kleine Werbepause. Und danach sehen wir uns wieder hier mit Phobia. Bis dann, Leute. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, sonst zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!